Pandemie vorbei, kommt jetzt der große Aufbruch? Der Radio 1 Kommentatoren-Talk mit Marco Seifert. Ja, herzlich willkommen zu unserem Talk ohne Tippi aus der Radio 1 Lounge in Potsdam-Babelsberg. Es könnte, wenn es nach mir geht, der optimistischste und fröhlichste Talk dieser Pandemie werden. Aber mein Einfluss auf die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ist erfahrungsgemäß gering. Also vielleicht wird es auch schlecht gelaunt, wir wissen es nicht. Wenn Sie sagen, ach Mann, so schönes Wetter, nehmen Sie doch einfach Ihr Smartphone, Ihr Radio, Ihren Computer, Ihr Laptop mit und hören uns oder sehen uns. Denn dieser Talk ist mit allen Gästen, kann ich sagen, ein optisches Erlebnis. Und Sie können uns auch sehen auf radio1.de, auf der Radio 1 Facebook-Seite und auf dem YouTube-Kanal von Radio 1. Wir sind auf einem guten Weg, das klingt zumindest so. Jetzt könnten viele sagen, da waren wir nicht vor einem Jahr auch schon auf einem guten Weg. Ja, aber damals waren 0% der Bevölkerung geimpft. Stand heute sind ca. 43% der Bevölkerung in Deutschland mindestens einmal geimpft, ungefähr 18% sogar komplett. Und auch nicht zu vergessen, 3,5 Millionen Menschen in Deutschland sind von einer Corona-Infektion genesen und so zumindest für eine gewisse Zeit ja auch auf der relativ sicheren Seite. Dennoch gibt es natürlich viel zu diskutieren. Über Schulöffnung, übers Impfen oder Nicht-Impfen von Kindern und Jugendlichen, über einen Impfnachweis, der nicht aus einem knittrigen gelben Heft besteht und natürlich über die Frage, die uns die nächsten Jahre immer wieder beschäftigen wird: Wer soll den ganzen Bums eigentlich bezahlen? Dazu habe ich tolle Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die alle auch optisch, wie gesagt, ein Erlebnis sind. Heute mit dabei ist Dr. Julia Fischer. Von ihr habe ich in dieser Corona-Zeit so viel gelernt, denn sie erklärt medizinisch komplizierte Themen so, dass auch ich sie verstehe. Mit ihr sprechen wir eben genau über dieses Thema Impfen von Kindern und Jugendlichen und den digitalen Impfpass. Einer der Lieblingssätze in dieser Pandemie von fast allen war: An alle wurde gedacht, nur uns hat man vergessen. Häufig zu hören, auch aus dem Kulturbetrieb, mit Jens Balzer, dem Autor und Kolumnisten, unter anderem für die Zeit und auch Radio 1, sprechen wir über die Frage, ist der Kulturbetrieb wirklich am Ende oder ist das übertriebene Wehleidigkeit? Warten Sie bitte mit dem Shitstorm noch bis zu dem Gespräch. Marcel Fratscher ist Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Uni und Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Er soll uns die Frage beantworten, wer bezahlt die Zeche dieser Pandemie? Bevor ich Ihnen unseren ersten zugeschalteten Gesprächspartner vorstelle, hier die beiden, die frisch getestet zu Gast in unserer Lounge sind. Sie ist freie Journalistin, hat unter anderem für die Taz, die Münchner Abendzeitung, die Deutsche Welle gearbeitet, um nur drei zu nennen, ist in vielen verschiedenen Medien zu sehen und zu lesen. Seit April ist sie Kolumnistin für den Spiegel. Hallo, herzlich willkommen, Bettina Gauss. Hallo. Mikrofon immer hochnehmen, wenn ich was sage. Ja, klingt im Radio einfach besser. Das wird noch öfter gesagt. Er ist auch in vielen Medien zu erleben. Wir kennen ihn als Kolumnisten der Berliner Morgenpost und immer freitags auf Radio 1 im schönen Morgen als scharfzüngigen Kommentator. Zusammen mit seiner Frau, der Psychologin Suse Schumacher, macht er den sehr erfolgreichen Mutmach-Podcast Wir gegen Corona. Hallo Dr. Hajo Schumacher. Hallo, Tag. Kein Doktor der Medizin, deswegen dazu keine Fragen. Nee, nur ein Gesellschaftswissenschaftler, so ein billigen. Wie ist denn Ihr Eindruck von Ihnen beiden? Sind wir wirklich aus dem Weg aus der Pandemie oder tapern wir in die gleiche Falle wie vor einem Jahr? Also ich weiß es nicht. Ich bin unverwüstlich optimistisch. Also ich glaube, wir kommen raus. Aber ich bin sicher, wenn ich irgendwann mal mit Karl Lauterbach in einer Sendung sitze, ihm wird schon einfallen, dass wir auf dem Weg in die vierte Welle sind. Und das Deprimierende ist ja, er hat im Regelfall Recht behalten. Nur im Moment ist er ja auch zurückhaltend, optimistisch, und das stimmt mich sehr zuversichtlich. Es wird ein guter Sommer, singt er übrigens gemeinsam in einem Song mit Caroline Kebekus, gerne große Empfehlung. Eben, also ich meine, also viel mehr Optimismus geht ja nicht. Ja, wir erleben aus den anderen Ländern, die schon ein bisschen weiter sind mit dem Impfen, dass es da tatsächlich dann in anderen Altersgruppen aber tatsächlich sowas wie eine vierte Welle gibt. Wir haben es jetzt gerade auf Sylt erlebt, wo mal eben schnell, wie viel, 1000 Menschen in Quarantäne geschickt wurden. Weil zwei Restaurantmitarbeiter in zwei unterschiedlichen Restaurants so positiv waren. Testen mussten sie sich lassen. Also auf jeden Fall erstmal Aufregung, ne? Okay. Und das Thema Kinderschulen und so weiter. Ich glaube schon, die Falle vom letzten Jahr, so, ach toll, wir sind durch, die steht dieses Jahr auch wieder sperrangelweit offen. Irgendwann im August werden wir feststellen, huch, die Schulen machen ja wieder auf. Und sind die Kinder, sind die Lehrer, also, ne, oder stehen die Belüfter da immer noch unausgepackt irgendwo rum? Und ich befürchte, das ist so ein bisschen wie letztes Jahr, wir stellen uns nicht darauf ein, was kommt, sondern sind irgendwie so erleichtert mit dem, was wir hinter uns gelassen haben. Naja, und man muss es nun einfach auch sagen, wir wissen wirklich noch nicht genau, was mit den Mutationen ist.
Also meine Tochter lebt in London. Wir können buchstäblich nicht zueinander kommen, weil die Bundesregierung Großbritannien jetzt als Hochrisikogebiet, glaube ich, sonst was eingestuft hat. Dann wäre 14 Tage, ob geimpft oder nicht, wenn ich zurückkomme, nötig. Und in Großbritannien 5 Tage Testpflicht. Die ersten Studien stimmen optimistisch, was die Mutationen angeht. Aber wir haben auch ja noch nicht die letzte Mutation gesehen. Bettina Gauss, ich bat ja darum, dass das heute optimistisch wird. Nicht gleich am Anfang das kaputt machen. Herrliches Wetter, Sonnenschein. Nein, wir bleiben seriös und dazu schalten wir auch den nächsten Gesprächspartner dazu. Er ist stellvertretender Chefredakteur der Welt und hat gerade ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Machtverfall, Merkels Ende und das Drama der deutschen Politik. Hallo Robin Alexander. Hallo. Da ist er, wir hören ihn, wir sehen ihn, alles gut. Sie schreiben, die Kanzlerin, die in Notsituationen oft zur Hochform aufgelaufen ist, gerät in dieser Krise an die Grenzen ihrer Autorität. Die Pandemie ist dabei nur ein weiteres spektakuläres Kapitel in einem noch größeren Drama, dem Ende einer ganzen Ära. Zitat Ende. Würden Sie das letzte Jahr der Amtszeit Merkels mit der Corona-Politik also eher als einen erfolglosen Abschluss der Ära Merkel ansehen? Naja, die Kanzlerin ist vor die deutsche Öffentlichkeit getreten und hat um Verzeihung gebeten für eine Maßnahme, die sie zwei Tage zuvor durchgesetzt hat. Das ist jetzt nicht der klassische politische Erfolg, wenn man ehrlich ist. Ja, aber in einem Jahr viele und anderthalb Jahren viele Entscheidungen kann doch auch mal was schiefgehen. Übrigens bitte an die Technik. Wir hören über einen Lautsprecher, den Herrn Alexander hier nochmal verzögert. Das bitte mal irgendwie abschalten. Also in anderthalb Jahren kann doch sowas mal passieren oder nicht? Wenn man Frau Merkel kennt, sie legt ja Wert darauf, dass sie handwerklich sauber regiert. Das ist ja ihr ja viel wichtiger als irgendwelche politischen Ideologien oder großen Linien. Und ich glaube, diesen Fehler hätte sie sich gerne geschenkt. Und jetzt weitergeleitet an Hage Schumacher. Also wird man sagen, ach Mensch, in 16 Jahren Merkel, natürlich war nicht alles gut, aber das letzte Jahr war richtig schlecht? Der Kollege Alexander ist ja noch ein Junger. Wir Älteren, die das in Bonn noch miterlebt haben. Also ich habe auch das Ende von 16 Jahren Helmut Kohl mitbekommen. Und dieses letzte Jahr, das ist immer ähnlich. Aber er wusste nicht, dass es das letzte Jahr ist, muss man dazu sagen. Er wusste es nicht, aber alle anderen wussten es. Ja? Also er war der Einzige, der es nicht wusste. Und diese Machterosion ist einfach ein Kennzeichen nach so vielen Jahren. Weil natürlich stellt sich eine Partei schon mal für den Tag danach auf. Wer übernimmt den Laden, wie geht's weiter? Respektlosigkeiten nehmen zu, das ist normal. Und ich glaube, das große politische oder auch historische Ziel von Angela Merkel ist es, Deutschland nicht so in so einem Kuddelmuddel hinterlassen zu haben, sondern irgendwie sowas wie, jeder hat ein Impfangebot gekriegt. Also für das Geschichtsbuch sagen so, mit der Ära Merkel endete auch Corona. Ich glaube, das ist das große Minimalziel, was es da gibt. Im Radio sieht man es nicht, aber im Stream sieht man es, sehr zweifelnder Blick von Bettina Gauss. Also ich glaube, man kann nicht das ganze letzte Jahr als erfolglos bezeichnen. Ich finde, dass die Bundesregierung am Anfang von Corona eine ganze Menge richtig gemacht hat und dann ab dem Sommer unfassbar viel falsch. Und ich wollte noch mal auf die Bitte um Verzeihung, die Angela Merkel genannt hat, die Robin Alexander eben anführte. Ja, das war ein eindrucksvoller Auftritt und ganz sicher war er nicht Ausweis von Erfolg, aber er war natürlich auch strategisch. Also sie konnte damit, danach kam das Bundesinfektionsschutzgesetz, das konnte sie damit leichter durchsetzen, dass sie sich einmal hingestellt hat und gesagt hat, mea culpa, meine Schuld. Das hat mich schon sehr an den berühmten Gang nach Canossa erinnert, der ja auch nicht nur ein Bußgang war, sondern damit sollte ja ein politisches Ziel verfolgt werden gegenüber dem Papst und es wurde erreicht. Also insofern, sie hat schon taktiert. Und nein, ich glaube nicht, dass sie als strahlend erfolgreich in der Bekämpfung der Pandemie. Dazu zu spät Impfstoff, zu widersprüchliche Politik, zu wenig Konzept, zu wenig speziell auf den Bereich Schulen geachtet, zu wenig geguckt, wie Föderalismus gut funktionieren kann. Und damit noch andere zu Wort kommen, zähle ich jetzt nicht bis morgen früh noch Sachen auf, aber mir fielen noch ein paar ein. War es denn, Robin Alexander, in dieser Pandemie nicht durchaus hilfreich, dass wir eine Wissenschaftlerin als Kanzlerin haben und darum gleich die sehr theoretische Frage ergänzt? Glauben Sie, es wäre besser gelaufen, um bei der Union zu bleiben, wenn Armin Laschet oder Markus Söder die Kanzler in dieser Pandemie gewesen wären? Na, ich würde Sie gerne von der Vorstellung befreien, dass so ein Staat davon abhält, was der Regierende mal vor
30 Jahren studiert hat. Also ich glaube, das mit der, also Merkel hat ja so wahnsinnig viel Beifall von uns Journalisten bekommen, weil sie öffentlich Exponentialrechnung konnte, weil wir Journalisten vielleicht auch alle nicht so gut in Mathe waren, aber davon gibt es noch mehr in diesem Land, die das können. Was Merkels letztes Jahr geprägt hat, war, dass sie Wissenschaftler so viel zu sagen hatte, dass sie ihnen exklusiven Zugang gegeben hat, dass sie sich immer wieder auf sie berufen hat. Nur, sie hat es dann ja nicht umgesetzt bekommen. Also das ist natürlich, sie machen so eine Ministerpräsidentenrunde und sie lassen 6 Virologen und Modellierer vortragen und einer nach dem anderen sagt, wir müssen draufhauen, wir müssen noch härter werden. Es ist jetzt schon 11:55 und dann beschließen die Ministerpräsidenten doch was anderes. Dann ist das natürlich mit der Expertise auch nur so eine halbe Sache. Bettina Gauss hat das gerade schon aufgezählt. Keine Masken, Impfstoff zu spät bestellt, eine erfolglose Corona-Warn-App, kein Konzept für Schulen, Digitalisierungsdesaster, ein digitaler Impfpass wurde nicht, was man übrigens hätte machen können, im April 2020 in Angriff genommen, weil ja klar war, wir werden irgendwann einen Impfstoff haben, sondern erst im April 2021. Dann frage ich mal alle nacheinander, fangen mit Robin Alexander an. Wo ist denn das Hauptversagen dieser Regierung, um es jetzt auch vielleicht mal von der Kanzlerin zu lösen, in dieser Pandemie? Versagen ist ja schon wieder so ein pejorativer Begriff. Aber als die Pandemie angefangen hat, da dachten wir doch alle in Deutschland, wir sind die Tollsten. Wir bewältigen das wieder super. Wir sind Fußball-Weltmeister, Exportweltmeister. Unsere Kanzlerin ist viel besser als Donald Trump. Und das kriegen wir jetzt auch super hin. Und diese, sagen wir mal ehrlich, unsere Hybris, die ist voll gegen die Wand gefahren. Wir haben später geimpft als anderswo, wir haben später getestet. Jetzt haben wir wieder ein Ding, bei uns kann man Bürgertests machen und dann kommt hinterher raus, die rechnen da einfach irgendwas ab. Also wir sind mit Bildung, mit Digitalisierung und. Wir Deutschen sind nicht die geilsten der Welt, auch wenn wir uns das viele Jahre eingeredet haben. Das ist die Lehre dieser Pandemie und da müssen wir alle gemeinsam durch. Hajo Schumacher dagegen denkt, wir sind die geilsten dieser Welt oder was ist der Einwurf? Im Gegenteil, das, was Robin Alexander feststellt, das wissen wir schon seit 2014. Da sind wir nämlich Weltmeister geworden. Ja? Die letzten Male, die diese Nationalmannschaft angetreten ist, war eher mittelmäßig, um mal vorsichtig zu formulieren. Und auch was Digitalisierung angeht, wissen wir schon lange, dass in diesem Land hier nicht alles zum Besten steht, nur weil wir mal geile Autos gebaut haben. Aber es ist doch plastisch geworden in dieser Pandemie und ich sehe, in den USA fahre ich auf den McDonald's-Parkplatz und kriege meine Spritze in den Arm und hier heißt es, ja, wir müssen noch ein bisschen warten, wir haben spät bestellt, später als der Donald, sorry. Gleichwohl sind wir jetzt in Europa, glaube ich, mit unseren 1,3 Millionen Impfungen am Tag schon ganz schön weit vorn. Ich meine, in diesen Rankings sind wir kurz hinter Großbritannien. Das ist jetzt auch alles nicht so katastrophal. Ich stelle mal die Gegenfrage, welcher Bürger auf dieser Welt, Bettina ist ja viel weiter gereist als wir, in welchem Land ist der Bürger, die Bürgerin zufrieden mit dem Corona-Management der Regierung? In Indien? In Russland? In Frankreich? Also es ist überall das, was wir Versagen nennen, also dieses Jonglieren mit einer Situation, die man nicht im Griff hat, ist doch überall auf der Welt so gewesen. Also ich werde mich nicht in die Rolle drängen lassen, jetzt mal eben in der Welt zu beurteilen, wie die Zufriedenheit ist. Nach allem, was ich gelesen habe, und da war ich noch nie, sind, glaube ich, die Neuseeländer ganz happy. Aber die geografisch also, auch gewisse Vorteile haben. In der Tat, man kann es nicht leugnen. Nur, ich finde halt, man muss schon unterscheiden. Es gibt eine Menge Sachen, auch Sachen, die man im Nachhinein als Fehlentscheidungen bezeichnen kann, wo ich Verständnis habe für die Regierung. Also ein Beispiel, ich glaube schon, dass man am Anfang und eigentlich bis heute zu sehr nur auf Virologen gehört hat, auf Mediziner gehört hat, dass Psychologen, Sozialwissenschaftler, die ja immer ein bisschen so verächtlich, naja, die labern ja nur, zu wenig geachtet wurde, was man an psychischen Folgen für Kinder und Jugendliche betrachten kann. All dies, aber da nochmal, da habe ich Verständnis. Und ich weiß nicht, wie ich mich verhalten hätte, wenn ich Entscheidungen zu treffen gehabt hätte. Es gibt andere Sachen, Robin Alexander hat es erwähnt eben, wo ich überhaupt kein Verständnis habe, dass einem das mit dem Impfpass nicht vorher aufgefallen ist. Also jeder Mensch, hatte, wusste doch, also okay, ich erzähle es jetzt, auch wenn das einen Shitstorm zur Folge hat. Ich habe ein paar Jahre in Afrika gelebt. Die zu Tansania gehörende Insel Sansibar hat einen Cholera-Test, eine Cholera-Impfung verlangt von Besuchern aus ausschließlich politischen Gründen, weil sie damit Autonomie vom Festland dokumentieren wollte. Es gab
keine, wirklich gar keine Cholera-Gefahr für Touristen. Also, ich versuche es möglichst weit zu anonymisieren, aber der Trampelpfad, der zu bestimmten Personen in Nairobi führte, bevor man nach einer Woche Urlaub auf Sansibar machte, wo Leute sich die Cholera-Impfung haben fälschen lassen. Dieser Pfad war tief und lang. Das heißt, dass man Impfpässe leicht fälschen kann, dass das ein Jahr lang im Gesundheitsministerium niemandem auffällt, das verstehe ich nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Aber Robin, Alexander, ich meine, Sie waren sehr kritisch, aber wo, also das ist ja wirklich jetzt dramatisch, dass man immer und immer wieder in die gleiche Falle tapert, dass man sagt, ach schade, da hätten wir jetzt mal früher dran denken können. Also ans Masken besorgen, ans Impfstoff bestellen, an Digitalisierung des Impfpasses, an Teststellen, da könnte irgendwie Betrug aufkommen. Woran liegt das? Weil das ist ja jetzt nicht ein einzelner Politiker oder eine einzelne Politikerin. Warum tapern wir immer wieder in die gleiche Falle? Ich versuche jetzt schon vorauszuahnen, was der nächste Fehler ist, über den wir in 3 Monaten hier reden. Kann ich dir gleich sagen. Ja. Aber erstmal Robin Alexander. Na, ich glaube, was Hajo Schumacher am Anfang gesagt hat, er hat ja gesagt, das ist eigentlich genauso wie das letzte Jahr von Helmut Kohl. Und das ist so eine Grundeinstellung in unserer Gesellschaft, die einfach nicht stimmt. Es ist nicht wie das letzte Jahr von Helmut Kohl. Als letztes Jahr von Helmut Kohl waren die wesentlichen Sachen in Deutschland gelöst. Wiedervereinigung war schön, Wirtschaft lief und wir mussten so ein bisschen gesellschaftliche Liberalisierung mit Rot-Grün nachholen. Also es war so, das Haus steht schön, aber die Tapete ist spießig und die Möbel, also die müssen raus und neu gemacht werden. Jetzt ist genau andersrum. Die Tapete ist schön, die Inneneinrichtung ist schön, aber das Haus wackelt. Und das ist ein Gefühl, das sich, glaube ich, bei den Leuten immer mehr durchfrisst. Und zum Beispiel die Grünen adressieren das ja auch schon, indem sie sagen, wir müssen weg von diesem rein reaktiven Regieren, wir müssen hin zu Veränderungen selber vorantreiben. Und das wird die nächsten Jahre prägen. Und es wird nicht, auch wenn das jetzt nicht vielleicht so optimistisch ist, aber es wird nicht zurückkommen in die Vor-Corona-Zeit und das waren scheiß Jahre und wir machen jetzt weiter, sondern das werden ganz anstrengende Jahre. Hajo Schumacher wollte mir zum einen sagen, was das nächste Desaster ist, aber er wollte erstmal zu Robin Alexander was sagen. Das ist halt ein Kennzeichen der merkelschen Politik, dass diese Kanzlerin immer erstmal abwartet und guckt, wohin läuft die Mehrheit und dann letztendlich nachlaufend entscheidet. Also die visionäre alle mir nach Entscheidung, die hat sie ein paar Mal getroffen. Das war Energiewende, das war der Flüchtlingswinter 2015, 2016. Damit ist sie immer ein bisschen auf sehr glattes Eis gekommen. Robin hat dazu ja ein langes und ein gutes Buch geschrieben. Insofern dieses, was wir uns immer wünschen, da macht jetzt jemand einen Plan, so wie es kommt und dann werden wir schon mal so im Vorhinein schlau reagieren. Das hätte man ja alles machen können. Ich meine, diese Corona-App zum Beispiel, hatte man ja auch das Gefühl, die lag ungefähr ein Jahr lang unangerührt und zeigte uns allen, sie hatten keine Risikobegegnung. Was hätte man mit dieser App alles machen können? Also dieser ganze Mist jetzt gerade mit den Betrügereien durch die Schnelltests, durch die Bürgertests, ja, wo die Leute einfach abgreifen. Warum kann man nicht jeden dieser Tests mit einem QR-Code versehen und auf die App draufspielen? Dann habe ich die Kontrolle, wer ist wann wo kontrolliert worden. Stattdessen kriegen wir irgendwelche lausigen Zettel, wo ich auch mit dem Kartoffeldruck den Stempel nachmachen kann. Ja, wir kennen diese Fälle alle. Ja, den machen ja die Testzentren selber manchmal mit dem Kartoffeldruck so, nach. Offenbar. Und da fragt man sich natürlich, warum hat das Bundesgesundheitsministerium nicht eine, ich sag mal, so eine Art Sondertruppe, die überlegt, was kommt als nächstes? Und das ist der Punkt, was wir als nächstes bekommen werden, ist diese Herdenimmunität oder inzwischen heißt es ja Gemeinschaftsschutzdebatte. Im Moment impfen wir noch fröhlich vor uns hin. Irgendwann dann so bei 2/3, 3/4 kommen wir an den Punkt, wo es Leute gibt, die sich nicht impfen lassen wollen oder können oder keinen Bock haben oder keine Zeit oder so. Deswegen gibt es in anderen Ländern ja die Prämien. Ne? Du kriegst ja irgendwas fürs Impfen. Ein Burger oder Donut oder eine Million in Lotterielos oder so. Was. Das heißt, das wird die nächste Debatte und die kommt womöglich direkt in den Wahlkampf, also in die heiße Phase des Wahlkampfs rein. Sind wir genug? Weil Herdenimmunität ist ja das Zauberwort, um alles wieder einigermaßen zu öffnen. Und diese, ich sag mal, dieses eine Drittel Impfunwillige oder Impfunlustige jetzt auf die geimpften Seite zu ziehen, das wird die große Debatte. Und ich habe den Eindruck, da ist jetzt noch nicht so richtig viel passiert. Also Menschen zu überzeugen in verschiedenen Sprachen. Es gibt alle möglichen Wege, diese Menschen überhaupt mal zu adressieren. Haben wir den Eindruck, das passiert gerade? Ja. Dass die Impffreude in diesem Land angeheizt wird? Naja, es ist ein bisschen schwierig, die Leute
jetzt die nicht wollen, ja, zu sehr in, ja, die Impfzentren zu drängen und dann zu sagen, sorry, wir haben mal wieder keinen Impfstoff zur Verfügung. Aber ich finde schon, dass da ein paar Sachen passiert sind, die ein kluger Ansatz sind. Dieses Impfen ohne Termin in sozialen Brennpunkten, in der Tat, ja, in mehreren Sprachen adressieren. Ich sage nicht, dass es perfekt ist, aber ich will jetzt auch nicht... Ich will jetzt auch nicht bei allem sagen, nee, machen sie ja gar nichts. Ich finde, da machen sie was. Über das Risiko, was gesundheitlich daraus entsteht, sprechen wir später noch mit Dr. Julia Fischer. Man muss es aber tatsächlich sagen, wenn dann irgendwann 60 Millionen Deutsche geimpft sind, sind 20 Millionen Deutsche ungeimpft. So. Und der Unterschied zur jetzigen Situation ist, dann gehen wir möglicherweise auf Konzerte, ins Theater und tragen keine Maske mehr. Und das könnte dann die von Hajo Schumacher angesprochene vierte Welle möglicherweise befeuern, weil 20 Millionen Leute ungeimpft und ungeschützt rumlaufen. Ist jetzt nicht ganz ungefährlich, würde ich, naja, einschätzen. Oder diese Debatte über Impfpflicht durch die Hintertür. Ne? Dass, ja, also die Geimpften dürfen Dinge und was ist mit den Nicht-Geimpften eigentlich? Also oder andersrum, was in Deutschland ein großes Thema werden wird, glaube ich, ist, wenn es eine Prämie möglicherweise gibt, mhm, für Geimpfte, sage ich, ich wurde geimpft und habe keine bekommen. Was ist denn jetzt los? Also ich meine, die Diskussion werden wir absolut auch bekommen. Absolut, werden wir auch kriegen, klar. Ja. Wird denn Robin Alexander Corona aus, nach Ihrer Einschätzung das bestimmende Wahlkampfthema werden oder reden wir im August dann schon über was anderes? Na, das hängt so ein bisschen davon ab, ob Anfang September der Killermutant um die Ecke kommt. Dann ist Corona sicherlich noch das Thema. Aber wenn wir mal alle hoffen, dass das nicht passiert, dann wird es, glaube ich, auf andere Themen drehen. Ne? Und die Grünen hoffen natürlich auf Klima. Die CDU hofft darauf, dass wir über Wirtschaft reden. Also, und wir haben ja Robin Alexander eingeladen, damit er uns sagt, worüber wir reden werden. Naja, das hängt davon ab. Wie gesagt, wenn wir noch viel Corona haben, ist Corona. Wenn der Sommer sehr heiß wird, ist es Klima. Wenn sich rumgesprochen hat, dass vielleicht doch nicht alles aus der Portokasse an Corona-Hilfsmaßnahmen zu bezahlen ist, wird es Wirtschaft. Aber vorhersagen kann ich es nicht. Sorry. Und wie geht Sachsen-Anhalt aus? Wo wir schon Orakel hier haben. Bin ich Krake Paul? Das ja, Orakel, ja, bist du. Soll ich Fußballergebnisse tippen? Nein, Sachsen-Anhalt. Also ehrlich gesagt, als ich gestern las, dass der Ostbeauftragte der Bundesregierung in einem Podcast sagt, ein Drittel der AfD-wählenden Ossis seien leider nicht zu erreichen, weil Diktatur sozialisiert und man müsse auf die nächste Generation warten, da habe ich mich zum ersten Mal erschrocken, weil man kann ja auf viele Weisen um Wähler werben. Also man kann den Umgehungsstraßen versprechen oder Sozialleistungen, aber den Wählern zu sagen, eigentlich, ihr, bei euch ist Hopfen und Malz verloren, wir warten, bis ihr aussterbt, da habe ich mich kurz erschreckt. Und wenn sich das in Sachsen-Anhalt rumspricht, ist es keine gute Nachricht für die CDU. Es ist in viel die Rede davon, dass sich die Menschen einen Neuanfang wünschen. Wir haben ja auch gerade darüber gesprochen, dass jetzt eben nicht die Tapete ausgewechselt werden muss, sondern das Haus möglicherweise wackelt. Das wären ja dann nicht Laschet oder Scholz, schon gar nicht. Das wäre ja dann Annalena Baerbock. Wenn es dann in die Wahlkabine geht, sind die Deutschen dann in einer relativ großen Zahl wirklich bereit, was ganz Neues zu wählen, was für viele vielleicht auch ist, was zu wagen, Bettina Gauss? Oh, ich werde hier auch keine Prognose abgeben, weil ich nicht sicher bin. Aber einfordern von anderen. Ja klar, immer gern. Ich glaube, das hängt wirklich sehr von den nächsten Wochen ab. Also es hat ja einen Versuch gegeben, vor allem seitens der Bild-Zeitung, den ich recht durchsichtig fand, zu sagen, irgendwie haben alle Dreck am Stecken und Skandale, die nicht so wahnsinnig groß waren. Ich finde eine Corona-Prämie für Parteivorsitzende unangemessen und falsch. Aber verglichen damit, ein paar hundert Millionen durch Maskenprovisionen zu verdienen, das wurde so auf eine Ebene gehoben und das hat nach meinem Eindruck ganz gut funktioniert, weil auch das Klima insgesamt so ist, zu sagen, ach, die haben doch alle Dreck am Stecken und alle Politiker stopfen sich immer nur die Taschen voll. Also da gibt es ja auch richtige Klischees. Aber wenn kein richtiger Skandal passiert und wenn die Stimmung vielleicht wirklich so schlecht nicht ist, weil die Leute wieder in die Biergärten können und weil es ganz nett ist im Sommer, dann hat sie eine, nicht sehr hohe, aber immerhin hat sie eine Chance. In dem Moment, wo Angst um die Ecke kommt, vor wirtschaftlichen Folgen oder vor Corona oder vor sonst was, dann wählen die Leute das Bewährte. Oder weniger gut Bewährte, aber das, was sie kennen.
Also die Meinungsforscher jedenfalls, die ich so mitgekriegt habe, sagen eines, ja, es gibt ein Bedürfnis für Aufbruch. Auch da übrigens die Parallele zu 98, als Schröder und Fischer kamen mit Rot-Grün, da hatte man sich die Kohljahre wirklich übergesehen. Und ich glaube, durch die Pandemie ist das jetzt nochmal verstärkt worden. Also nichts gegen Horst Seehofer, aber der Mann hat seinen Ruhestand jetzt wirklich auch verdient nach all den Jahren. Ja? Auch Peter Altmaier macht ja einen erstmal durchaus müden Eindruck. Und man denkt sich so bei dem ganzen Personal, außer vielleicht Jens Spahn, der noch eine Zukunftsplanung hat, außerhalb der Immobilienwirtschaft. Aber ansonsten sind da nicht so viele, die man sich jetzt noch mit einer Vertragsverlängerung vorstellen kann. Insofern ist selbst Armin Laschet, man glaubt es kaum, ja ein neues Gesicht, weil bislang war der nur Ministerpräsident und nicht Bundesregierung. Das ist nochmal ein Unterschied. Also ganz viele Leute kennen den immer noch nicht. Und die Meinungsforscher sagen, ja, die Leute wollen grün, weil Baerbock, Habeck halt auch so irgendwie ein bisschen moderner und frischer daherkommen, aber sie wollen nicht, dass die Kanzler werden. Also eine Regierungsbeteiligung von denen auf jeden Fall. Und insofern ist Armin Laschet wirklich der lachende Fünfte in diesem Spiel, weil es reichen ihm wahrscheinlich 27%, um Kanzler zu werden. Wenn er, was weiß ich, 22% Grüne dabei hat. Das haben sie alles Mitte der 90er Jahre in Bonn schon in der Pizzeria verabredet. Gut, da waren Habeck und Baerbock nicht dabei, aber da war Cem Özdemir zum Beispiel dabei. Also das ist ja ein Projekt, was die Zeit schon seit 20 Jahren in dieses Land schreibt, ne? Schwarz-Grün. Robin Alexander, ist das wirklich stimmungsmäßig, dass man im Prinzip, ich meine, das kennt vielleicht jeder auch aus seinem Privatleben, dass man sagt, also ja, ich trinke immer das gleiche Bier, jetzt hole ich mir mal was Neues und dann trinkt man eine halbe Flasche davon und denkt so, aber ja, mein altes schmeckt mir doch besser. Und wird das, wenn es auf den Wahlpunkt hingeht, wird es dann nicht tatsächlich so sein, dass diese Leute sagen, oh Mann, diese anderthalb Jahre waren jetzt auch so anstrengend. Ach, und mit den Grünen, das wird ja wahrscheinlich auch jetzt nicht ganz einfach, das wird anstrengend, wählen wir doch lieber den Laschet? Naja, die Grünen versuchen ja alles, um den Leuten diese berechtigte Angst zu nehmen. Also die sagen ja nicht mehr, hört auf Fleisch zu essen. Die sagen, ihr könnt das Hähnchen etwas weniger tiefkühlen. Und also die versuchen ja, ihr eigenes Programm so weich zu spülen, dass jeder sagt, ja, für mehr Öko bin ich, wenn ich mein Leben nicht wirklich ändern muss. Das tut vor allen Dingen Frau Baerbock. Ich fände es interessant, ob Habeck das auch gemacht hat, weil Habeck hat ja so ein paar Ansätze, unbequeme Wahrheiten auszusprechen gehabt. Also vielleicht wäre das ganz anders gelaufen. Aber die Leute haben den Verdacht, es wird richtig anders. Und dieser Verdacht spricht sich immer mehr rum. Und darauf brauchen die Grünen eine Antwort. Und die Antwort von Laschet, es wird eigentlich wieder gemütlicher, als es schon bei Angela Merkel war, die ist es, glaube ich, nicht. Robin Alexander, an jeden zugeschalteten Gesprächspartner stellen wir zum Abschluss immer die gleiche Frage. Mit Ihnen geht's los. Sie konnten sich jetzt als Einziger nicht vorbereiten, weil alle anderen hören ja die Frage schon. Ja, danke schön. Ja, aber sie ist ganz einfach. Es ist keine Prognose. Worauf freuen Sie sich besonders, wenn wir denn wieder sowas wie Normalität haben? Morgens mit meiner Frau alleine zu Hause zu sein und die Kinder sind in der Schule. Also wollte gerade sagen, alleine sein können Sie ja, aber die Kinder sollen endlich wieder in die Schule. Ja. Ja, meine Frau und ich sind zu Hause, wir machen einfach weiter noch eine Woche Homeoffice drauf und die Kinder gehen lernen und wir haben mal Ruhe. Ja, ich wünsche Ihnen, dass Ihr Ziel bald erreicht wird. Danke an den stellvertretenden Chefredakteur der Welt. Vielen Dank, Robin Alexander. Gerne. Hat Spaß gemacht, danke. Tschüss. Tschüss. Und jetzt freuen wir uns auf eine Ärztin, ich habe es vorhin schon mal gesagt, die einzige mit medizinischem Fachwissen in dieser Runde, die nicht nur auf Radio 1 viele Fragen zu Corona beantwortet, die Zahl ihrer Abonnentinnen und Abonnenten Social Media mäßig in dieser Pandemie durch die Decke getrieben hat. Hallo Dr. Julia Fischer. Hallo, hallo in die Runde. Jemand, der ein Risiko auf einen schweren Verlauf hat, sollte sich impfen lassen. Aber Kinder und Jugendliche machen sehr häufig eine Corona-Erkrankung symptomfrei oder fast symptomfrei durch. Und jede medizinische Behandlung, das wissen wir, egal welche Tablette, egal welche kleine Spritze es ist, hat ein Restrisiko, so eben auch eine Impfung. Da wir Radio 1-Kollegen sind, können wir uns duzen. Würdest du denn für Kinder ab 12 Jahren eine Impfung empfehlen? Also jetzt ganz aktuell würde ich tatsächlich eher zum Abwarten raten, was aber überhaupt nicht damit zu tun hat, dass ich glaube, die Impfung ist unsicher oder birgt besondere Risiken oder ähnliches, sondern es liegt ganz speziell an der aktuellen Situation, dass wir eine relativ geringe Inzidenz haben, dass die Zahlen weiter fallen, was bedeutet, die Kinder haben aktuell kein wahnsinnig hohes Infektionsrisiko. Und die Datenlage entwickelt sich einfach gerade noch ganz rasant.
die Zulassungsstudie, die gemacht wurde, die hat 2000 Kinder eingeschlossen. Das ist für eine Zulassungsstudie ganz normal. Das muss man auch nochmal erklären. Viele denken, oh Gott, die war so klein. Wie können die Wissenschaftlerinnen glauben, damit könnten sie einen Impfstoff irgendwie zur Empfehlung bringen. Stattdessen ist es wirklich ganz normal, dass man einige tausend bis mehrere zehntausend ProbandInnen in diesen Studien hat und hinterher beschlossen wird, wir haben gesehen, der Impfstoff wirkt, jetzt gehen wir in die Masse damit und damit geht man immer ein gewisses Risiko ein, dass man dann erst sehr seltene Nebenwirkungen findet. Denn also das ist ja auch ein großes Argument aktuell, dass einfach die Sicherheitslage noch dünn ist. Dass man nicht genau weiß, was ist mit sehr seltenen Nebenwirkungen. Und wir haben die einmalige Situation, dass um uns herum schon geimpft wird, dass in USA und Kanada Hunderttausende von Kindern schon geimpft sind und weiter geimpft werden, sodass wir da wirklich warten können, welche Daten kommen in den nächsten Tagen und Wochen, anhand derer wir auch gemütlich entscheiden können, wollen wir zum Schulstart impfen. Oder nicht? Aber doch nochmal nachgefragt. Also bei Kindern verläuft Corona weitestgehend symptomfrei oder fast symptomfrei. Jetzt fast egal, wie groß das Risiko einer Impfung ist. Warum soll ich mir eine Spritze gegen eine Krankheit geben lassen, die bei mir nichts ausrichtet? Das stimmt, dass Kinder viel seltener schwer erkranken. Aber es gibt auch unter Kindern schwere Krankheitsverläufe. Und es geht ja auch nicht immer alles nur um Krankheit und Tod. Oder Krankenhausaufenthalt und Tod, sondern Corona bedeutet auch für einige Kinder, dass sie wochenlang zu Hause bleiben müssen, nicht an der Schule teilnehmen können oder alleine, dass durch Infektionsfälle in der Schule ständig wieder der Unterricht ausfällt, sie in Quarantäne müssen und so weiter, dass sie einfach nicht an einem normalen Leben teilhaben können. Und es gibt diese Komplikationen, da sind zwar Daten dünn, aber es gibt das PIMS, dieses Multi-Entzündungssyndrom verschiedener Organe und es gibt Long-Covid. Da ist die Datenlage dünn, aber es ist ganz klar, es gibt diese Fälle. Und wenn man sich jetzt anschaut, bei hunderttausenden geimpften Kindern ist vielleicht kein Risiko dieser Impfung aufgetreten, dann finde ich die Abwägung durchaus gerechtfertigt. Vermeide ich, auch wenn es wenige sind, jeden schweren Krankheitsfall und ermögliche den Kindern den regelmäßigen Besuch in Kita und Schule und so weiter, Auslandsaufenthalte, was auch immer dazu gehört, das jugendliche normale Leben, an dem ordentlich teilzuhaben. Wenn da das Risiko der Impfung wahnsinnig gering ist, dann finde ich, überwiegt der Nutzen. Julia, er hatte gerade kein Mikrofon, aber Hajo Schumacher rief so kurz dazwischen, um andere zu schützen, sollten sich auch Kinder impfen lassen. Aber kann es das wirklich sein? Ja. Dass Kinder ein Medikament bekommen, damit Hajo nicht krank wird? Nee, das hat nichts mit Hajo zu tun. Das hat was mit dieser grundsätzlichen Theorie des Gemeinschaftsschutzes, der Herdenimmunität zu tun. Es hat auch was mit den Lehrern zu tun. Ja, alle reden immer über Kinder. Aber Kinder sind ja eben auch Transporteure, die dann Viren in ihre Familien bringen. Wir müssen mal einen Zusammenhang sehen, die Eltern dieser Kinder, wenn die jetzt, ich sag mal, zwischen 5 und 15 sind, sind die Eltern vielleicht, keine Ahnung, 30 bis 50 in dieser Altersgruppe. Die sind im Moment noch nicht so richtig priorisiert beim Impfen. Das heißt, die Kinder bringen das Virus genau in die Altersgruppen, die noch nicht geschützt sind. Und insofern, ich finde, jede Impfung ist erstmal positiv, weil Julia sagt ja völlig zu Recht, Long-Covid bei Kindern ist auch ein Thema. Das heißt, das ist auch eine Nebenwirkung der Erkrankung. Und wenn Long-Covid-Fälle häufiger auftauchen als meinetwegen Impfnebenfolgen, dann ist das auch ein Grund zu impfen. So, und soweit ich bin mit der Studienlage nicht ganz vertraut, aber die Nebenwirkungen bei Kindern sind offenbar geringer als bei Erwachsenen. Also diese ein, zwei Tage Schlappheit danach oder sowas. Also es ist jetzt nicht so. Ich meine, wir geben unseren Kindern jeden Tag tonnenweise Zucker oder sonst trichtern da irgendein Zeug rein. Ja, und jetzt auf einmal werden wir hypersensibel, weil wir den Kindern einen Giftstoff geben. Also sorry. Lustig, dass Bettina... Dreimal beim Burgerbrater ist wahrscheinlich krankmachender als so eine Impfung. Lustig, dass Bettina Gauss vorhin Sorge vor einem Shitstorm hatte. Hier ist er gerade losgetreten worden von Heischumacher. Ich glaube auch, ja. Ich gebe ihn gerne ab. Aber ich weiß nicht, also ich bin Gott sei Dank nicht in der Lage, entscheiden zu müssen, ob ich, meine Tochter ist erwachsen, ob ich mein Kind würde impfen lassen. Ich finde, sei mir nicht böse, Hajo, ich finde, da ist ein gedanklicher Fehler drin in dem, was du gesagt hast. Du sagst, die Eltern der jüngeren Kinder sind noch nicht in der Priorisierung drin, also sind die noch nicht geimpft. Das gilt ja für die Kinder und Jugendlichen auch. Also wenn endlich Impfstoff in ausreichender Menge vorhanden ist, dann sind die
Lehrer, Eltern, Kita-Angestellten, die hoffentlich sowieso sehr schnell auch geimpft. Ich kann es wirklich nicht beurteilen, wie gut die Datenlage ist, aber bei Kindern, die einfach einen anderen Organismus haben, ich würde wirklich ein bisschen abwarten, was für Langzeitfolgen es gibt. Und ich weiß nicht, das ist eine andere Situation für 15-Jährige wahrscheinlich oder für 16-Jährige als für 5-Jährige. Aber so ganz locker zu sagen, ach, wir haben das Zeug immer Rinder mit, da habe ich eine Scheu. Ist ja am Ende auch keine deutsche Entscheidung, muss man sagen. Also wir reden zwar über eine deutsche Entscheidung, aber natürlich, wenn der 15-Jährige dann nicht in die USA einreisen kann, weil es da andere Regeln gibt, dann wird es natürlich relativ schnell dramatisch. Ja. Aber bei Kindern gibt es doch einen gewissen Zeitdruck. Und dieser Zeitdruck heißt das nächste Schuljahr, also das Ende der Sommerferien. Das ist je nach Bundesland irgendwann im August, sage ich mal. Wenn du heute die erste Impfung gibst, je nachdem, was es für ein Impfstoff ist, dann haben wir es gerade so bis zum Beginn des neuen Schuljahres ja geschafft, eine signifikante Zahl von Kindern geimpft zu haben. Und was ist mit Testen? Die Befürchtung, die ich habe, ist, dass wir jetzt wieder in so ein Halbjahr Schule, Kita reinsteuern, wo alles noch so ein bisschen handgemacht ist. Und ich glaube, die Verwüstungen, die letzten anderthalb Jahre angerichtet haben, die können wir uns auch mal angucken. Und da sind wir, glaube ich, ein bisschen unterschätzen, dass wir gucken immer auf diese Lehrpläne und sagen, oh, jetzt haben sie die binomischen Formeln nicht erklärt gekriegt. Die Inhalte, die Lerninhalte, die kann man nachholen. Aber ich glaube, gerade so immer das abgehängte Drittel der Kinder, wo es eben zu Hause nicht so läuft, die einfach die Bindung komplett zur Schule verloren haben, da hat Schule eine soziale Funktion, ja, diesen Kindern sowas wie ein Halten, zu Hause eine Heimat zu geben. Und ich würde den Lehrern, ich habe es ja Freitag auch im Kommentar gesagt, ich würde sagen, Schuljahr heute zu Ende und jetzt macht ihr 4 Wochen nur noch das, was man in Unternehmen immer Teambuilding nennt. Ja, geht raus, spielt Federball, Lehrer geht von Schülerin zu Schüler und fragt, wie geht's denen? Also einfach mal wieder zeigen, hey, wir sind da, ihr seid nicht alleine. Dr. Julia Fischer, immer wenn mich jemand fragt und eine Frage zu irgendwelchen Impfsachen oder Corona hat, sage ich, geh auf den Instagram-Account von Dr. Julia Fischer, da wird dir das alles erklärt. Das kann ja aber nicht die Lösung für dieses Land und für die Eltern sein. Also wonach sollen denn Eltern jetzt am Ende entscheiden? Ja, das ist eine schwierige Frage und ich finde auch, da ist gerade die ganze Kommunikation wirklich saublöd gelaufen, muss man mal sagen, dass diese ganze Diskussion angestoßen wird, im Prinzip noch bevor die EMA den Impfstoff zugelassen hat und lange bevor die STIKO entscheiden durfte. Denn das hat natürlich wahnsinnig viel Verunsicherung gebracht. Höre ich jetzt auf die Politik anstatt auf die WissenschaftlerInnen, die da irgendwie noch relativ zurückhaltend sind. Und da würde ich tatsächlich sagen, ich sehe das ganz genauso wie Hajo, dass die Kinder wieder in einen geregelten Schulalltag zurück müssen und dass da eine Impfung natürlich ein sehr wirkungsvolles Instrument wäre, wahrscheinlich das Beste. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass man die Kinder eine gewisse Zeit lang sicherlich noch über Maßnahmen, über Testen und so weiter, und je mehr Erwachsene geimpft sind, desto besser sind auch die Kinder geschützt. Also vermutlich wird schon das kommende Schuljahr ein bisschen einfacher werden als die zurückliegenden. Trotzdem finde ich, im Prinzip ist es nur eine Frage der Zeit, bis eine Impfung für Kinder kommen muss. Und ich glaube, dass man da jetzt einen kleinen Moment abwarten kann, weil die STIKO-Empfehlung, die steht ins Haus. Vermutlich, vielleicht lautet sie erstmal so, dass nur schwer vorerkrankte Kinder geimpft werden können, was natürlich wahnsinnig wichtig ist. Aber es werden, wie vorhin gesagt, dadurch, dass einfach weltweit Kinder schon geimpft werden, immer mehr Daten dazukommen. Und deswegen hoffe ich auch sehr, dass es bald eine sehr viel breitere und besser fundierte STIKO-Entscheidung geben wird, an der Eltern sich dann entscheiden können, also orientieren können. Weil das einfach nur auf die abzuwälzen und zu sagen, ihr könnt selber entscheiden, finde ich von der Politik auch wieder ziemlich unfair. Das ist eine Verantwortungsabgabe, das ist... Ja. Ach, da freue ich mich aber, dass du jetzt, ich wollte dich nämlich gerade so ein bisschen damit aufziehen, dass du ja immer Sachen super gut erklärst, aber ich möchte jetzt mal, das ist ja ein Kommentatoren-Talk und da möchte ich klare politische Meinung hören. Und du hast es gerade angesprochen, die Aussagen von der STIKO, der Ständigen Impfkommission, wurden gerade von Jens Spahn immer sehr ernst genommen. Wir richten uns dann nach der Empfehlung der STIKO, hat er in den vergangenen Monaten sehr, sehr oft gesagt. Wie passt es denn dazu? Vor der STIKO-Empfehlung ab 7. Juni können Jugendliche Impftermine bekommen. Bist du sauer auf Jens Spahn?
Ja, bin ich. Ja. Weil ich glaube, dass das rein gar nichts mit, also es war einfach, das war nicht wohl überlegt. Man muss da tatsächlich auf die Expertise von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hören und sich die Daten ganz genau anschauen und anhand derer entscheiden und sich nicht überlegen, ein paar Tage vorher, Leute, wir haben uns leider die letzten Monate um Eltern und Kinder quasi nicht gekümmert, deswegen kriegt ihr jetzt alle Impfstoff. Aber das ist so, Politik. Und das ist, Politik, ja, bedeutet, gefällt mir nicht. Politik bedeutet, ich suche mir die wissenschaftlichen Studien, die mir in den Kram passen. Ja, und wenn sie das nicht tun, dann mache ich es halt anders. Aber damit hat er doch die STIKO, Hajo, so ein bisschen diskreditiert, weil bis hierhin war die immer, ja, was klar. Die sagen, ist für uns alle Gesetz. Ein bisschen ist gut. Also ich meine, das hat er ja vorher auch getan. Was ich, also wenn wir gerade ein bisschen dabei sind, auf Herrn Spahn einzuprügeln, was ich besonders wirklich das Populistischste finde, was in dem ganzen Kontext passiert ist, ist zu sagen, nur damit die Leute gut gelaunt sind und sich mehr freuen, ach, man kann die AstraZeneca, die zweite Impfdosis, auch nach 4 Wochen machen. Alle Daten, die dazu vorliegen, sagen frühestens nach 9 Wochen, sonst ist der Impfschutz viel, viel, viel geringer. Am besten nach 12 Wochen. Also wenn er sich wenigstens die Studien aussuchen würde, Hajo Schumacher, die ihm in den Kram passen. Inzwischen ist es so, dass er die Studien einfach mal eben souverän und komplett ignoriert, wenn es ihm in den Kram passt. So. Und ich meine, das finde ich jetzt nicht erstaunlich, dass er das nicht nur bei AstraZeneca, sondern auch bei anderen Themen tut. Wir wollten ja auch über diesen digitalen Impfpass reden. Wenn ich denn durchgeimpft bin, muss ich dieses gelbe Knitterheftchen wie mein Augapfel hüten? Denn wenn das Ding weg ist, ist Schluss mit Konzert, Essen gehen, verreisen. Ich glaube, es wird das geben. Es wird diese Diebstähle von diesen Heften geben, wo Leute diese Kleber dann rauskratzen und sich in ihr Impfbuch kleben. Wie groß ist, Julia, deine Hoffnung, dass ich bald nur noch mein Smartphone zücken muss und dann zeigen kann, also wenn es dann soweit ist, bei mir um dass man allerdings auch klauen dass kann. Dass ich durchgeimpft bin, aber dann liegt es wenigstens irgendwo in der Cloud. Also ich hoffe tatsächlich, dass das was werden kann dieses Mal. Jens Spahn hat gesagt, Ende Juni, Anfang Juli. Das ist vielleicht ein bisschen ambitioniert. Auf der anderen Seite machen die Nachbarn das vor, dass das tatsächlich funktionieren kann. Und ich glaube, da können wir auch von denen lernen. Und ich hoffe sehr, auch ich finde, das hätte vor Monaten starten müssen. Und es müsste längst eine funktionierende App oder Ähnliches auf dem Tisch liegen. Aber ich glaube schon, dass sie das hinbekommen werden und dass wir im Sommer den digitalen Impfnachweis bekommen. Mhm. Toi, toi, toi. Also, du glaubst nicht dran. Und wem der Impfpass geklaut wird, der kann nochmal, ja auch beim du Hausarzt glaubst an Hajo Schumacher und Bettina Gauss glauben nicht dran. Entschuldigung, dieser, ich habe da keine Meinung. Dieser Sommer, von dem Julia redet, der fängt doch heute angeblich an zum ersten Mal mit über 20 Grad. Also in diesen 4 Wochen sollen wir alle einen europaweit gültigen elektronischen Impfpass haben. Also du meinst wirklich Sommer 21? Also ich würde 21? Eher von 6 bis 8 Wochen reden. Ja, das macht einen riesen Unterschied. Im Softwareentwicklungsmutterland Deutschland. Entschuldigung. Wir erleben ja gerade, das Thema ist in dieser Woche groß geworden, obwohl es schon an der einen oder anderen Stelle vor 2, 3 Wochen mal angesprochen wurde. Großflächige Abzocke mit Schnelltests. Da rechnen einzelne Testzentren für einen Tag mehr als 900 Tests ab, obwohl sie nur 80 gemacht haben. Andere liefern, das habe ich dem Tagesspiegel Checkpoint entnommen, nach 2 Minuten das Ergebnis. Sagen die 3, nach 2 Minuten sagen die, super. Wieder andere, das ist noch schöner, mailen einem das Ergebnis des Tests, zu dem man sich angemeldet hatte, zu dem man aber nie gegangen ist. Also man geht zu einem Test nicht und bekommt trotzdem nach 1/4 Stunde ein negatives Testergebnis. Wie ist das erklärbar? Ein weiteres Millionenversagen von wieder Jens Spahn? Ich will ja hier nicht eine Anti-Spahn-Sendung machen. Warum eigentlich nicht? Das ist, ich glaube, das ist vielleicht kurz, gar kein Fehler. Und ich meine, ich sehe nicht wirklich, es ist doch im Grunde so, was ich mir nicht habe vorstellen können, aber es ist doch eigentlich so, als ob man 500-Euro-Scheine ausgelegt hätte, gesagt hätte, kommt rein, einzeln, wir haben die nicht gezählt und seid schön ehrlich. Mhm. Und hinterher sind ein paar oder auch alle Scheine weg. Und dann sagt man, Mensch, die Welt ist wirklich schlecht. Da ist ja überhaupt keine Kontrolle gewesen. Und das bei etwas, wir reden hier ja nicht von 14,80 Euro, sondern wir reden von Hunderten von Millionen von Euro, die da verbraten werden. Auch das gehört zu den Dingen, wo ich sage,
ihr habt überhaupt nicht, die müssen nicht mal nachweisen, dass sie wirklich getestet haben, die können es einfach behaupten. Das ist vor allem, bevor Heike Schumacher gleich was dazu sagt, das ist der eine Punkt, das Geld. Das andere ist, und da wollte ich mit Julia Fischer auch noch drüber reden, ist ja einfach dann die Unzuverlässigkeit der Tests. Also da gibt es, da wird das Teststäbchen in bestimmten Testzentren für eine halbe Sekunde in jedes Nasenloch gesteckt und dann kriegt man da sein Testergebnis. Oder wie gesagt, man geht nicht mal hin und kriegt sein negatives Testergebnis, weil es automatisiert offenbar rausgeschickt wird. Und da wird es ja dann gefährlich sogar. Das ist dann das eine ist das Geld, das andere wird gefährlich. Heike Schumacher dazu. Auf der anderen Seite, wenn die Inzidenzen immer noch fallen, dann zeigt es auch, dass diese Tests vielleicht nicht so wahnsinnig hilfreich sind. Also Zahlen fallen, Tests sind womöglich falsch, passt ja eigentlich nicht zusammen und trotzdem fallen die Zahlen. Was mich viel mehr ärgert, und ich glaube, das ist so ein Thema, was sich so subkutan auch unterhalb des Wahlkampfes so in die Bevölkerung frisst. Ich habe gestern mit einer Einzelhändlerin geredet, die hatte ihren Laden jetzt wirklich monatelang zu. Die kriegt vom, ich weiß gar nicht, welches Amt das ist, aber jetzt erstmal so eine Überprüfung, ob sie wirklich Kurzarbeit hatte. Also sie hat Kurzarbeit angemeldet und so weiter. Ein Laden, der ein Dreivierteljahr fast zu ist, natürlich hat der der hat weniger als Kurzarbeit, nämlich gar keine Arbeit. Und dann gibt es Steuerrückzahlungen, dann gibt es irgendwelche Novemberhilfen, die nach 152 Prüfungen immer noch nicht ausgezahlt worden sind. Ich glaube, da entsteht ein Zorn bei vielen Menschen, so von wegen da wird die Kohle, wie Bettina sagt, da werden einfach die Scheine so ins irgendwo hingeworfen und kein Mensch interessiert sich dafür. Und auf der anderen Seite wirst du als, ne, die Kleinen da unten zahlen immer die Zeche, wirst du geprüft, dass es kracht. Und das ist ein Ungleichverhältnis, ein Ungerechtigkeitsempfinden. Und ich kann nicht sagen, dass die Leute da ein falsches Gefühl haben. Es ist einfach brutal ungerecht. Ich meine, 18 Euro pro Test, ja, 1000 Tests, die gar nicht stattgefunden haben, das sind 18.000 Euro an einem Tag für so, für Umme. Das in einem Testzentrum. In einem Testzentrum, mal ganz viele Testzentren. Warum kriegt man das nicht mit einer App hin, wo jeder Test nachweislich bei dem App-Besitzer gemacht wurde, dann habe ich auf dem Handy hier bis 24 Stunden frei und gut ist. Das ist technisch kein Hexenwerk. Und wir füllen immer noch Zettel aus. Julia, wie groß ist deine Sorge angesichts, man muss es wieder sagen, da ist wieder mein Lieblingswort, angesichts des nächsten Desasters in dieser Reihe von Desastern. Dass jetzt Leute sich testen lassen und diese Tests werden dann nicht mal richtig gemacht. Also im Prinzip ist meine Sorge, was das angeht, nicht wahnsinnig groß, weil ich glaube, dass das natürlich tritt das leider auf und es ist ein Unding, dass das überhaupt nicht kontrolliert wird. Und offensichtlich gibt es dieses Problem, dass einfach ein Ergebnis rausgeschickt wird, ohne dass jemand zum Ergebnis, zum Test überhaupt gekommen ist oder ähnliches, oder es werden viel mehr Ergebnisse rausgeschickt. Oder Tests abgerechnet. Aber ich glaube, ich habe eigentlich das Gefühl, dass das kein flächendeckendes Problem ist, sondern dass die Tests insgesamt und auch gerade diese Selbsttests schon sehr wohl dazu beitragen, dass wir aktuell in so einer guten Situation sind. Ich glaube, da muss mehr Kontrolle rein, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das nächste große Desaster ist. Heike Schumacher? Ich werde ja relativ häufig getestet, so wenn man in irgendeinen Sender geht oder sonst wo. Ich mache mir den Spaß, immer die Tester zu fragen, sag mal, wie viel Positive habt ihr denn? Wie viele Leute fischt ihr raus? Und die sagen, keine. Also komischerweise Menschen, die zum Test gehen, sind überwiegend fast immer negativ, was ja auch okay ist. Was mich immer ein bisschen wundert, ich weiß nicht, ob Julia dafür eine Erklärung hat, ist das vielleicht auch psychologisch so, dass man nur zum Test geht, wenn man das Gefühl hat, man ist eh sauber oder... Nee, das glaube ich nicht, weil wir wären heute in die Sendung gegangen, auch wenn wir einen Kratzen im Hals gehabt hätten und hätten gesagt, oder wir lassen uns husten. Testen. Oder ab und zu mal husten, aus welchen Gründen auch immer. Aber insofern, ich glaube schon, dass viele Leute sich testen lassen, auch wenn sie keineswegs sicher sind, ob sie negativ sind. Aber so ein Test macht schon auch Sinn, wenn dann und wann mal einer positiv ist. Aber Hajo, Sie hatten ja Julia nach einer Erklärung gefragt. Also zum Glück ist die Inzidenz bei uns tatsächlich einfach aktuell relativ niedrig. Und das bedeutet, dass die meisten Tests negativ sind. Klar gibt es auch, sind die nicht hundertprozentig sicher, diese Tests, das wissen wir ja alle. Und es wird immer mal Falsch-Negative dabei geben. Aber ich glaube, das ist aktuell auch wirklich die Situation, die der Realität entspricht, dass wir einfach glücklicherweise nicht wahnsinnig viele positive Menschen haben, die bei uns rumlaufen.
Liebe Radio 1-Hörerinnen und Hörer, wir wollen gleich mit Ihnen reden. Und zwar über die Frage, wie unbeschwert oder sorgenvoll gehen Sie in diesen Sommer? Unter 0331 70 99 111. Wie unbeschwert oder sorgenvoll gehen Sie in den Sommer? Und da könnte die nächste Antwort von Julia Fischer ja vielleicht helfen bei der Beantwortung dieser Frage. Nämlich die Frage, wenn denn, da sind wir an dem Punkt, wenn denn irgendwann 60 Millionen Deutsche geimpft sind, dann heißt das, dass 20 Millionen Deutsche nicht geimpft sind. Und wir sind dann möglicherweise ohne Masken wieder unterwegs. Wir gehen auf Konzerte, in Theater, ins Kino. Droht da die vierte Welle? Unmöglich ist es nicht. Klar, also 20 Millionen ungeimpfte Personen, das reicht aus für einen Krankenstand, der uns ein Problem bereiten könnte. Mutationen können auftauchen, das wissen wir auch. Trotzdem sind dann sehr, sehr viele geimpft, die nicht mehr schwer erkranken. Und diejenigen, die übrig bleiben, die nicht geimpft sind, das sind vermutlich auch eher die Jüngeren, die nicht schwer erkranken. Das heißt, auch wenn eine nächste Welle droht, wird die vermutlich nicht so schrecklich werden wie die letzten und deswegen auch nicht mit so schlimmen Maßnahmen bekämpft werden müssen wie andere Wellen. Aber klar, ich glaube, der Sommer wird toll und im Herbst müssen wir uns nochmal neu unterhalten. Hajo Schumacher dazu? Professor Drosten hat ja gesagt, es ist völlig wurscht, ob die Leute sich impfen lassen oder nicht. Irgendwann sind wir sowieso alle durchinfiziert. Also die Nicht-Geimpften kriegen es dann halt so oder so. Ich weiß nicht, ob sich diese Erkenntnis schon überall durchgesetzt hat. Ich weiß nicht, ob dieser Sommer, dieser Langnese-Sommer, den wir uns jetzt hier alle schön reden, ob das wirklich so eine richtig gute Idee ist. Wir haben im letzten Jahr gelernt, hey, macht schon mal Sinn. Und ich meine, das Gute ist ja, dass wir nicht die Weltmeister sind, sondern nur so die Dritten bis Siebten, hat ja den entscheidenden Vorteil, wir können in den USA, wir können in Israel, wir können in Großbritannien, in Neuseeland, kann man ja schon mal in etwa absehen, was passiert. Weil es ist ja nicht so, dass sich diese Länder jetzt dramatisch unterscheiden. Und die gesellschaftlichen Konflikte, die Gerechtigkeitsfragen, also was Bettina eben sagte, ne, gerade in sozial schwachen Gegenden ist einfach weniger geimpft worden bislang als bisher. Also brauchen wir diese mobilen Teams, den Schuss mal eben im Schnellrestaurant oder sowas. Das sehen wir alles schon in anderen Ländern. Man könnte diesen Sommer auch nutzen, sich darauf einzustellen, was kommt. Und unsere Bereitschaft, immer wieder total überrascht zu sein, wenn bei uns genau dasselbe passiert, was vor 6 Wochen in den USA passiert ist, das ist schon bemerkenswert. Zum Abschluss. Das meine ich auch nicht mit einem schönen Sommer. Also ich würde tatsächlich auch, also ich glaube, für uns so allgemeine Bevölkerung wird es relativ angenehm, aber nichtsdestotrotz sind eine Menge an Hausaufgaben zu machen, die bitte dieses Mal nicht vergessen werden sollten, damit es tatsächlich nicht einfach wieder genauso läuft wie letztes Mal. Weil das Risiko sehe ich natürlich auch. Ja, ich fragte kürzlich eine Schulleiterin, was sie denn in einem Jahr Pandemie, wenn man den Zustand vergleicht, jetzt im Klassenzimmer vor einem Jahr, wir haben gelernt, wie wir lüften, hat sie gesagt. Das war die Erkenntnis nach einem Jahr. Bildungsrepublik. Ja. An jeden zugeschalteten Gesprächspartner, jede Gesprächspartnerin heute die gleiche Frage, also auch an Dr. Julia Fischer. Sie konnte sich natürlich jetzt 40 Minuten darauf vorbereiten. Worauf freust du dich besonders, wenn wir denn wieder sowas wie Normalität erreicht haben? Hat gar nicht lange Vorbereitungszeit gebraucht. Relativ simpel. Ich freue mich wahnsinnig drauf, einfach wieder mit vielen Leuten zusammen sein zu können und rauszugehen und Spaß zu haben mit Menschen. Ja, das ist ein schöner Wunsch. Vielen Dank an Dr. Julia Fischer fürs Dabeisein. Das war der zweite Auftritt. Es war Danke wieder auch. Toll. Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Viel Spaß noch. Tschüss. Tschüss. Ja, und ich habe es angekündigt. Jetzt sind Sie dran, liebe Radio 1-Hörerinnen und Hörer. Wir wollen von Ihnen wissen, wie unbeschwert oder sorgenvoll gehen Sie in den Sommer? 0331 70 99 111. Und für alle, die sich fragen, warum dieser Moderator, falls Sie beim Video-Livestream dabei sind, jetzt auch noch parallel sein Handy zückt, wie unhöflich das ist. Da kriege ich die Namen der Anrufer hingeschickt. Deswegen muss ich jetzt immer gucken. Ja, da haben wir es doch schon. Wir starten mit Dirk. Hallo Dirk. Hallo, Grüße. Hallo, liebe Grüße. Ja, wie sorgenvoll oder unbeschwert, Dirk, gehen Sie in den Sommer? Also ich bin relativ entspannt, was mich betrifft. Gesundheitlich, ich lebe mehr im ländlichen Raum, im Havelland, habe hier einen alten Bauernhof und bin kerngesund nach wie vor. Ich finde es wichtig, dass die Volksgruppen oder Menschengruppen hier uns wären, die viel Kontakt mit jugendlichen Kindern haben, klar. Ja, aber ich bin auch selber Musikpädagoge. Also wenn die Impfung denn ansteht, werde ich auch die Impfung entgegennehmen. Ist aber jetzt nicht so, dass ich jetzt hinterher renne hinter diesen Impfungen, weil es gibt, wie gesagt, Menschen, die es nötiger haben momentan noch. Und ich habe aber auf den Vorteil, dass ich hier im ländlichen Raum einen alten Bauernhof habe und natürlich nicht so viel Kontakte habe, wie wenn ich jetzt in der Großstadt U-Bahn, S-Bahn, alles so in der öffentlichen nutzen müsste. Verkehrsmittel, ne? In diese Richtung.
Aber Impfung an sich ist wichtig. Ne? Also letztendlich, was ich vorhin von Harjo Schumacher gehört habe, von der Berliner Morgenpost, fand ich sehr interessant, sehr wichtig. Ich hatte in dem Moment den gleichen Gedanken, weil ich ja zugehört habe bei euch, bei dieser Runde. Impfungen gegen bei Kindern zum Beispiel auch. Ne? Mhm. Also es geht bei so Sachen in erster Linie um die kollektive Verantwortung bei so Sachen. Also im Osten hätten sie nie die Masern in den Griff gekriegt. Wenn da jetzt jede Mutter jetzt individuell hätte wieder entscheiden können und hin und her und hoch und runter. Die kollektive Verantwortung bei so Sachen ist sehr wichtig und auch so wird man sowas ja letztendlich auf Dauer in den Griff kriegen. Ja, also Impfung bei Kindern auf jeden Fall wichtig, auch wenn die Kinder selbst vielleicht nicht so gefährdet sind, die sind aber letztendlich Überträger. Mhm. Wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, Sie können gleich weitermachen. Das ist übrigens ein interessanter Punkt. Ich muss das immer als gebürtiger Westberliner anmerken, weil mir ganz oft Menschen aus dem Osten erzählen, bei uns, also früher in der DDR, wir wurden einfach in der Schule geimpft und dann war das so, bei uns auch. Das war früher, also im Westen war es nicht anders, da war das genauso. Aber das wurde dann irgendwann, gab es viel Bedenkenträgerinnen und Träger. Als Hobby-Virologe merke ich nur an, dass die Masernimpfung, die mal eine ganze Weile verpflichtend war, dann ja irgendwann nur noch freiwillig war, dann irgendwann fiel aber die Herdenimmunität, weil ganz viele Eltern gesagt haben, wollen wir nicht. Und jetzt ist bei Masern eine Impfpflicht. Mhm. Interessanterweise, die wir bei Covid noch nicht debattieren, aus politischen Gründen, denke ich mal. Aber vor ein paar Jahrzehnten war das auch noch ganz normal, dass sich jedes Kind gegen Masern... Ja, es war auch noch Weltmeister. Das stimmt. Also aber Dirk, Sie klingen sehr optimistisch. Das heißt, Sie sind bis hierhin gut durch die Pandemie gekommen und sind auch guter Dinge, dass es vorwärts geht. Ja, wie gesagt, also denke ich auch, also an die andere, wo ich ein bisschen immer letztendlich doch nicht so entspannt bin und ein bisschen unsicher ist, eben kulturell, wirtschaftlich, wie es weitergeht. Ne? Ich hoffe, dass es da auch jetzt wieder vorwärts geht. Man sollte jetzt im Sommer nicht jetzt zu euphorisch sein, dass man dann auch gleich wieder, hat auch vorhin jemand da angefügt, wieder nur Party, ne? Und Freilauf, sondern man sollte da schon wieder ja auch so ein bisschen in die Zukunft gucken und wie gesagt, ganz wichtig, Impfungen, ne? Super, Dirk. Es rufen ganz viele an. Vielen Dank. Zusammengefasst, er geht optimistisch in die Zukunft, sagt aber jetzt nicht alle nach Malle. Dirk, richtig. Vielen Dank. Alles klar. Ich danke euch. Schönen Dank. Jetzt ist Estelle an der Reihe. Hallo, Estelle. Ja, hallo. Wie optimistisch oder auch sorgenvoll, beides ist ja legitim, gehen Sie denn in diesen Sommer? Also, ich muss sagen, ich bin sehr unentspannt. Das geht aber in die andere Richtung und zwar, also ich habe 4 Kinder im Alter von 2 bis 11 Jahren und ich mache mir da schon dolle Sorgen, dass diese Impfpflicht hintenrum dann kommt, weil ich das doch anders sehe, ein gesunder Mensch, der gesund lebt, wir essen vollwertig und darüber redet kein einziger, wie man sich von einem Virus überhaupt schützt. Wir essen vollwertig, wir gehen viel raus, wir bewegen uns, wir nutzen die Sonne. Ingwer wird auch gern genommen. Bitte? Nehmen Sie viel Ingwer? Ingwer? Ja, das soll auch helfen. Ja, es helfen, ja, und Kräuter, Wildkräuter. Absolut. Es helfen ganz viele Wildkräuter auch, um einfach das Immunsystem zu stärken. Und das ist der einzige Schutz vor einem Virus. Und es sind deshalb auch so viele Menschen krank, weil das einfach nicht publiziert wird, wie man sich eben gesund ernährt. In ganzen Krankenhäusern gibt es eine Kost, die Menschen weiterhin krank hält. Estelle, ganz kurz Nachfrage, verstehe ich, also über Krankenhausessen, da können wir übrigens lange diskutieren, der Punkt, bei dem ich relativ nah bei Ihnen sogar bin, wenn ich denke, was es manchmal im Krankenhaus gibt. Ich bin allerdings nicht bei Ihnen, wenn ich jetzt mit jemandem, der Corona hat, wenn der mich anatmet und ich dann eine große Virenlast einatme, dann kann ich mich, glaube ich, noch so gesund ernähren. Ich krieg schon Corona, davon gehe ich aus. Ich möchte auch nicht unbedingt Corona haben, aber ich weiß, vielleicht habe ich es auch schon gehabt oder ich werde es vielleicht auch gar nicht kriegen, weil ich gesund esse und gesund lebe. Und ich habe auch keine Angst vor dieser Krankheit. Und fragen Sie mal irgendjemanden, warum derjenige sich impfen lässt. Naja, ich möchte doch wieder reisen. Ich will wieder nicht. Nee, ich habe mich, wissen Sie, warum ich mich habe impfen lassen? Ich kenne im näheren Umfeld 2 Leute, die sind an dieser Krankheit gestorben und das möchte ich nicht. Also, weil ich weiß nicht, wie es in Ihrem Umfeld ist, ob die das machen, weil sie reisen wollen. Ich will halt nicht krank werden. Das ist bei mir der Punkt. Ich will meine Frau nicht anstecken, die zur Risikogruppe gehört. Also. Okay, aber gut, die haben dann tatsächlich wahrscheinlich auch ein geschwächtes Immunsystem, aus welchen Gründen dann eben auch immer. Und derjenige, der ein schwaches Immunsystem hat, ist eben anfällig für einen Virus. Und warum soll Estelle, ich mich impfen lassen, wenn ich gesund bin? Also ich danke Ihnen, dass Sie, also Sie hatten ja hier Ihr Forum, dass Sie angerufen haben und Ihre Meinung dazu gesagt haben. Es warten jetzt ganz viele andere. Jetzt hatten wir Dirk, jetzt hatten wir Estelle. Vielen Dank für Ihren Anruf und Ihnen auf jeden Fall einen schönen Sonntag.
Ihnen auch, danke. Danke, tschüss. Jetzt ist Kai an der Reihe. Hi, Kai. Hey, Grüße. Ja, sorgenvoll oder sehr optimistisch in den Sommer? Eher sorgenvoll. Also ich versuche seit Wochen einen Impftermin zu bekommen. Das Blöde und ist, wenn ich Sie gleich unterbreche, man muss ja, also wenn wir jetzt darüber detailliert reden, dann muss ich jetzt sehr indiskrete Fragen stellen. Wie alt sind Sie denn und haben Sie irgendeine Vorerkrankung? Ich habe keine Vorerkrankung. Ich bin Mitte 40 und ja, wir sind ein dreiköpfiger Haushalt. Mhm. Unser Sohn ist 16, Homeschooling, aber ab und zu muss er auch in die Schule. Und naja, ein 16-Jähriger trifft sich natürlich auch gerne irgendwie mal mit seinen Freunden. Und ja, wir würden uns auch gerne impfen lassen. Meine Frau und ich gehören zur Gruppe 3. Aber es gibt keine Möglichkeit, irgendwie an einen Termin zu kommen. Also unsere Hausärztin kriegt pro Woche 24 Impfdosen und muss priorisieren. Und ja, da gibt es Leute, die das nötiger brauchen als wir. Und auf den Seiten von der Senatsverwaltung, respektive DocLib, gibt es einfach keine Termine. Wenn mal welche da sind und man klickt drauf, sind sie weg. Das ist wirklich, rufen Sie aus Berlin an oder aus Brandenburg? Berlin. Ich finde es wirklich irritierend, wie unterschiedlich die Erfahrungen sind. Ich kann Ihnen sagen, und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich jetzt hier irgendwie der Typ bin, den man aus dem Radio kennt oder so. Ich habe 4, 5 Ärzte und Ärztinnen angeschrieben, die ich kenne. Also da waren dann von einer Hautärztin über einen Allgemeinmediziner alles dabei. Und ich habe die alle schon vor Monaten angeschrieben, dass wenn sie was haben und auch immer dazu geschrieben, wie Sie es fairerweise und netterweise auch sagen, ich möchte niemanden, der zu einer Risikogruppe gehört, was wegnehmen. Aber wenn was da ist, melden Sie sich. Und ich habe mittlerweile, also bis jetzt habe ich von 3 verschiedenen Ärzten Rückmeldungen bekommen, die sagen, hast du eigentlich schon was, weil sonst könnte ich dich jetzt impfen. Das ist echt erstaunlich. Mal sehen, Bettina Gauss sieht es anders oder lebt es anders. Ich sehe es in der Tat anders. Ich kenne eine Reihe Leute, die sich dringend impfen lassen wollen und eben auch verzweifelt sind und sagen, wir kriegen keinen Termin. Ja, verstehe ich ja, klar. Und gerade Jüngere haben oft auch gar keine Hausärzte. Ja. Weil ich gehe ja auch nicht in eine Praxis und sage, ich stelle mich Ihnen jetzt mal vor. Doch, ich bin gibt's. Ihre künftige, ja gut, aber in der die Regel ist es nicht. Ich bin Ihre künftige Patientin, wenn ich mal krank bin, sondern man geht halt zu einem Arzt, wenn man mal krank ist. Und die sind, also in den Impfzentren ist es auch nicht ganz einfach, Termine zu kriegen. Insofern, ich habe jetzt dummerweise den Namen vergessen. Ich habe auf dem Zettel Kai. Kai, ja. Also ich kann das gut verstehen, Ihre Frustration. Es gibt halt das Impfangebot, von dem so viel die Rede war, bisher noch nicht für alle Leute. Und ich habe große Zweifel, dass es tatsächlich so bald kommt, wie Angela Merkel versprochen hatte. Heil Schumacher wollte noch was zu Kai sagen oder erst Kai und dann Heil Schumacher vielleicht. Also dieses, was Marco, was du gerade erwähnt hast, das habe ich so auch gehört. Einfach mal eine Reihe von Ärzten durchtelefonieren, selbst wenn man sie nicht kennt. Ich habe zum Beispiel neulich gehört, dass ein Arzt einen anderen empfohlen hat, wo die Praxis gerade Neues läuft, nicht so richtig. Der kriegt trotzdem Impfdosen, aber der hat noch gar keinen Patientenstamm. Der freut sich tatsächlich, wenn Leute da hinkommen und sagen, ich will geimpft werden. Aber das gibt's auch. Aber das, was Kai erlebt, ist ja auch kein Exklusiverlebnis. Nein, aber ja, ich glaube, in 4 bis 8 Wochen ist Kais Problem gelöst. Kai, ja. Sind Sie auch so optimistisch? Ja, nicht wirklich. Also ich habe jetzt 2 Wochen dauerhaft auf F5 gedrückt, um die Seite zu refreshen. Und morgens ich hatte vor kein 7. Glück. Also, vor 7 morgens. Ja. Vielleicht probiere ich das mal. Ja, aber da ist natürlich genau das Problem, was Sie ansprechen. Sie können bei Ihren Kontakten aufpassen, so viel Sie wollen. Wenn Sie einen Schüler oder eine Schülerin in der Familie haben, die gehen halt einfach unter Leute. Das ist auch gut so. Dann wird es halt schwierig. Ja, ich würde so gern helfen, aber ich kann ja auch nicht helfen. Außer raten, setzen Sie sich online hin, klicken Sie ein paar Ärzte an und schicken denen vielleicht auch einfach eine Mail. Also so, keine Ahnung, aber ob es erfolgreich ist, kann ich natürlich auch nicht versprechen. Danke, dass Sie auch die Seite mal schildern, weil wie gesagt, man hat ja sonst manchmal den Eindruck in seiner Blase, auch also um mich rum werden jetzt gerade alle geimpft. Also deswegen auch ganz interessant. Kai, ich drücke die Daumen. Dankeschön. Ja, hilft auch nicht, ich weiß. Danke. Vielen Dank für Ihren Anruf. Schönen Sonntag noch. Jetzt ist die Anke an der Reihe. Hallo Anke. Ach hallo. Ja, danke, dass ich mal durchkomme, ist ja auch ein Wunder. Ja, geht halt nicht um Eintrittskarten. Oder ich wollte nur sagen, ich bin ja eine hoffnungslose Optimistin und so schaue ich jetzt auch im Sommer. Und was mich immer so nervt, ist so diese ganze Corona-Berichterstattung gewesen und auch die Politik,
weil auch letztes Jahr, warum wurden die Schulen zum Beispiel nicht mit diesem günstigen Bausatz für 200 Euro ausgestattet? Man hatte einfach wirklich geschlafen. Und ich habe auch lange überlegt, lasse ich mich impfen oder nicht. Ich gehöre zu Prio 3 wegen einer Tätigkeit im Jobcenter und habe es dann doch gemacht, weil ich habe auch wirklich im Bekanntenkreis Menschen, die sich sehr wohl gesund ernähren und auch gesund waren und auch noch jünger waren, die wirklich schlimm erkrankt sind und Nebenwirkungen, Nachwirkungen haben. Und das muss man einfach nicht haben. Anke, ich möchte da übrigens jetzt nicht an dieser Stelle nachtreten. Das wäre unfair. Ich sage einfach, wir geben jemandem, der eine Meinung hat, hier Raum, ob wir die teilen oder nicht. Deswegen nur zu der Anmerkung von ihm. Also ja. Ich finde die Meinung ja auch in Ordnung. Aber ich habe auch viele Leute kennengelernt. Ich bin ja auch eher erstmal so gewesen, ja, Impfung, man kann viel auch natürlich machen. Also ich bin auch eher der Typ, der zum Heilpraktiker geht, aber es gibt halt auch Grenzen. Klar muss jeder selbst entscheiden, also das würde ich jetzt gar keinem vorschreiben wollen. Mhm. Nur eben, ich kann es wirklich verstehen, wenn Menschen sagen, ja, ich möchte die Impfung. Und was ich eben persönlich nicht gut finde, ist, dass Spahn jetzt freigegeben hat, Kinder 12 bis 17 für erkrankte Kinder, sehr wohl, aber für das andere, die Erwachsenen, die viel gefährdeter sind, die kriegen hier keinen Impftermin. Ich hatte Glück, dass ich den ersten hier über die Hotline recht gut bekommen habe. Also ich kann nur die Impfzentren empfehlen und anzurufen, weil über hier online ging es auch nicht. Aber ja, klar, wir wissen noch nicht, was, ob es Nachwirkungen gibt und wie lange es hält. Das ist alles offen, aber ich finde auch, also da muss ich auch der Vorrednerin wieder recht geben, dass genau die Sachen, die gesund halten, die ja alle verboten worden sind, die Sauna, ne? Wie Yoga. Ich bin auch noch nebenberuflich Yogalehrerin und digital ist halt auch nicht das Gleiche und nicht jeder kann das und all das, was die Menschen gesund erhält, Sport, alles war verboten und wenn ich an die armen Existenzen denke, die jetzt so draufgegangen sind, die kleinen haben ja so das Nachsehen gehabt und die Großen, die haben dann noch die Finanzspritzen bekommen. Das finde ich natürlich nicht schön. Trotz allem denke ich positiv und gehe auch optimistisch im Sommer, weil ich meine, uns bleibt ja auch gar nichts anderes übrig als Augen zu und durch und hoffen, dass es irgendwann wieder besser wird. Anke, vielen Dank für Ihr Statement und Ihnen einen schönen Sonntag und dass Sie das gut durch den Sommer kommen. Auch. Danke. Dankeschön. Ciao. Und zum Abschluss, eine nehmen wir noch, dann nehmen wir mal die Marianne an die Reihe. Grüß Sie, Marianne. Guten Tag, Marianne ist hier, ja. Ich rufe aus Brandenburg an. Wir sind beide alt, wohnen in einer wunderbaren Enklave auf dem Land und uns geht's gut. Wir haben also für besten Voraussetzungen auch für den Sommer. Jetzt sagen Sie von sich aus, das hätte ich mich ja nie getraut. Sie sind alt, sind Sie schon geimpft? Wir sind auch beide schon geimpft. Ich zwar erst einmal, mein Mann schon zweimal, also gut. Die zweite Impfung steht bevor. Mein Problem ist jetzt, wir wollen dann uns irgendwann mal auch aus unserem Dorf wieder wegbewegen. Ja, nachvollziehbar. Und dann geht das los mit diesem digitalen Impfnachweis. Wir wohnen in einem Dorf, das nicht mal Handynetz hat. Das gibt es in Brandenburg ja auch noch neben dem Impfchaos, das wir schon hatten. Und was dann wird, das ist mir nun völlig unklar. Wenn ich nachweisen soll, dass ich geimpft bin, aber gar kein Handynetz habe, um es darauf zu laden und dann vorzuweisen. Also wenn Sie sagen, Sie haben kein Handynetz, dann würde es ja auch Sinn ergeben, dass Sie kein Handy haben. Ich habe kein Smartphone, ich habe ein Handy, genau. Wenn ich irgendwo auf der Autobahn bin, dass ich einen Notruf anrufen kann, aber ein Smartphone lohnt sich für mich überhaupt nicht. Ich habe einen Laptop und ich habe Internet, aber wenn ich unterwegs bin, Aber da betonen ja, also das habe ich zumindest auch von Jens Spahn gehört, da wird ja immer wieder betont, das ist ja kein Muss, diese App zu haben. Ja. Man kann auch weiter fröhlich mit seinem, wenn man es denn irgendwo hinten im Regal gefunden hat, mit seinem gelben, knittrigen Heft, das kostet ist ja... 1 Euro in der Apotheke. Da steht ja auch vorne übrigens WHO drauf, also das ist ja von der Weltgesundheitsorganisation, dieses Heft. Damit können Sie dann, hört sich jetzt lustig an, Ihr Dorf verlassen. Ja, dieses Ding habe ich, aber ja, nun wissen Sie, wenn man das dann überall mit durch die Gegend schleppt, irgendwann, naja. Also ich wollte mal noch überschaubares geben, Problem, oder? Wie bitte? Das ist doch eine überschaubare Herausforderung, diesen gelben Impfausweis bei sich zu haben. Ja, aber früher hatte man ja auch sein Personal. Einen Hinweis geben, dass es auch Leute gibt, die nicht mit diesem digitalen Impfpass umgehen können, abgesehen von haben können Sie oder recht. Nicht können. Ja. Ja, zumal man ja auch sagen muss, auch so ein Smartphone, das kann ich Ihnen sagen, dass Sie keins haben. Ich stelle es mir gerade vor, ich reise möglicherweise in die USA und direkt bei der Einreise ist der Akku leer. Da wäre ich dann froh, wenn ich das gelbe Knitterheft hätte. Ja. Und diese gelben Hefte werden jetzt schon gestohlen, also gefälscht und was nicht alles. Also, naja. Ja, aber also, wenn Sie auf Ihr Heft aufpassen, da die zwei Klebchen drin haben, dann kommen Sie damit ganz gut durch.
glaube ich. Marianne, vielen Dank. Dann viel Glück bei der Ausreise aus Ihrem Dorf demnächst. Na klar. Schönes Wochenende. Schönen Sonntag. Dankeschön. Aber auch das finde ich interessanter Punkt, ne? Wenn man dann über Apps redet und Corona-Warn-App. Und es gibt immer noch, was auch ein Armutszeugnis für dieses Land ist, es gibt immer noch Orte, da hat man nicht mal ein Handynetz. Also geschweige denn dann richtigen Internetzugang. Das ist halt auch bitter. Jetzt freue ich mich auf den freien, also vielen Dank für Ihre Anrufe. Wir konnten nicht alle rannehmen natürlich. Es waren viel mehr, als wir rannehmen konnten. Aber war ein guter Querschnitt, fand ich. Ich freue mich auf den freien Autor und Kolumnisten, auch bei Radio 1. Er war auch mal stellvertretender Feuilletonchef der Berliner Zeitung, kennt sich also mit Kultur aus. Hallo Jens Balzer. Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, die Frage für diesen Teil unseres Talks ist, ist der Kulturbetrieb wirklich am Ende oder ist das übertriebene Wehleidigkeit? Wie dramatisch schätzen Sie denn die Situation für die Kultur ein? Ach, das ist natürlich jetzt schon irgendwie auf den Shitstorm hinausgefragt, ne? Also wenn man jetzt, die Situation ist ernst und sie ist immer noch ernst, aber ich finde dafür, dass es den Leuten so schlecht ging und dass irgendwie der Einschnitt für viele Kulturschaffende irgendwie so radikal war, haben sie eigentlich vergleichsweise wenig gejammert. Das muss man doch irgendwie am Ende dieser oder am mittleren Ende dieser Zeit auch mal irgendwie in Rechnung stellen. Und momentan macht sich ja dann doch irgendwie jetzt Optimismus breit, dass es eventuell wieder jetzt losgehen könnte. Also es wurden ja die ganze Zeit Konzerte geplant, Touren geplant, die wurden halt ein und andere Mal wieder verschoben. Aber jetzt sieht es ja wirklich so aus, als ob irgendwie auch Festivals wieder stattfinden könnten, irgendwie zumindest im Spätsommer und im Herbst. Irgendwie die Theater haben schon angefangen, wieder aufzumachen mit Open-Air-Veranstaltungen. Die Museen haben schon wieder auf. Also im Grunde ist eigentlich die, so wie ich das so höre, die Laune ganz gut. Es stellt sich jetzt halt die Frage, so wie werden so die dauerhaften Veränderungen sein, ne? Was irgendwie so den Kulturbetrieb angeht. Also wie wird sich, sagen wir mal, jetzt also aus meinem Pop-Bereich, wie wird sich das Konzert- und Tourneeleben darstellen in einer Zeit, wo Bettina Gauss hat es vorhin schon gesagt, irgendwie, also wo man irgendwie aus London nicht nach Deutschland reisen kann und umgekehrt. Ne? Also sowas wie internationale Tourneen wird es bis aufs Weitere nicht geben. Ist, um noch kurz in der Vergangenheit und Gegenwart vielleicht zu bleiben, ist das auch so ein bisschen das Problem für die Kultur gewesen, weil Sie gerade gesagt haben, es wurden permanent immer wieder Konzerte und Events und Ereignisse geplant, ja. Und dann war man wieder Nese. Das genau das, was wir vorhin schon mit der Politik in Deutschland angesprochen haben, dieses Fahren auf Sicht, war das für die Kultur eine besondere Katastrophe? Man schafft sich Filter an, man reißt bestimmte Plätze raus, man denkt, jetzt kann es wieder losgehen, dann geht es doch wieder nicht los? Ja, das ist aber, glaube ich, in dem Fall weniger ein politisches Versagen, sondern eines, das aus der Natur dieser Pandemie rührt. Ne? Dafür kann ja jetzt keiner was mehr. Aber es ist halt so, dass gerade bei Konzertagenturen oder bei Festivalagenturen halt das mit einem halben bis zu einem Jahr Vorlauf geplant wird und man einfach nicht wusste, was in einem Jahr passiert, aber trotzdem schon Tourneen plant, Locations bucht, irgendwie Flüge bucht, von denen man nicht weiß, ob sie dann durchgeführt werden. Das heißt, man konnte sich ja jetzt nicht als Konzertveranstalter jahrelang hinsetzen und sagen, so, nur ist jetzt mal eh nichts, machen wir halt nichts, gehen wir in Kurzarbeit, sondern die haben die ganze Zeit gearbeitet. Das ist auch, glaube ich, für viele Kulturschaffende so frustrierend. Die haben die ganze Zeit gearbeitet an der Planung von Kulturereignissen, die dann doch nicht stattgefunden haben, dann 3-4 Mal verschoben werden mussten. Da kann aber jetzt, das ist kein politisches Versagen, es ist im Gegenteil so, es ist hier gerade in der letzten Woche von Monika Grütters, die Nothilfe Kultur oder so ähnlich, dieser neue Fonds mit 2,5 Milliarden aufgelegt worden, der jetzt genau dafür gedacht ist, Veranstaltungen im Herbst abzusichern, dagegen, dass sie eventuell doch nicht stattfinden könnten. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen irre, aber das ist wirklich genau das, was der Kulturbetrieb jetzt braucht. Also eine gewisse Planungssicherheit für den Herbst in einer Situation, wo unklar ist, wie sich die Inzidenzen entwickeln, ob man dann im Indoor was veranstalten kann oder vielleicht auch wieder nicht. Und den Leuten jetzt zu sagen oder sagen wir mal Mut zu machen oder die Möglichkeit in die Hand zu geben, so jetzt plant das mal und führt das durch. Und wenn es dann doch dazu kommt, dass das nicht stattfinden kann, dann helfen wir euch aus. Also so eine gewisse Risikoabdeckung. Hajo Schumacher dazu. Ja, ich finde das, was Jens Balzer sagt, ganz richtig. Das hat mit allem zu tun, was Bühne, Tourneen und sowas angeht. Wir haben jetzt kommenden Mittwoch Klaus Lederer bei uns im Podcast und der sagt was sehr Interessantes. Der sagt, die Künstler sind ja sehr unterschiedliche Charaktere. Und Kunst und Sensibilität hat ja viel miteinander zu tun. Und viele, die wir sehen und hören und die auch Nothilfen bekommen, das sind die sichtbar werden. Ja, das sind zum Teil auch die Prominenten. Es gibt aber auch ganz viele,
die sich in so eine Art, ja, in so ein Schneckenhaus zurückgezogen haben in den letzten anderthalb Jahren, die ihre Kontakte vielleicht verloren haben, also die dann einfach auch so ganz, ganz für sich sind, also die unsichtbar geworden sind. Und das ist für mich die Frage. Und das sind eben nicht nur Kunstschaffende, sondern das sind auch welche hinter den Kulissen. Also unsere, die ganzen bekannten Kabelträger und Roadies und so weiter. Und es gibt noch einen anderen Punkt, den eine Zuhörerin gerade sagte, Anke war es, glaube ich, Yoga-Lehrer. Das klingt jetzt einfach erstmal so klischeebehaftet, aber es gibt wirklich Hunderttausende von Menschen, die in diesem ganzen, ich sage mal im weitesten Sinne Bereich Körperkultur arbeiten, als Coaches, als Trainer, also genau das, was ja auch angesprochen wurde, gesundes Leben, die gehören auch zu einem erweiterten Kulturbegriff, finde ich. Und die finden jetzt noch gar nicht so richtig statt, weil ich habe das Gefühl, Wir reden jetzt viel, oder wann kann ich wieder zu Helene Fischer? Das ist aber nur ein Teil des Problems. Bettina Gauss dazu. Ich habe da gar nicht viel hinzuzufügen, sondern ich finde eben auch, natürlich geht es nicht in erster Linie um die Prominenten und es geht auch nicht in erster Linie, ich will das nicht kleinreden. Was die übrigens aber auch immer betonen, muss man ja, dazu sagen. Ja, ist klar, ist auch kein Vorwurf. Ja. Und es geht auch nicht in erster Linie, obwohl ich will, dass die wieder öffnen, um staatlich subventionierte Theater. Mhm. Sondern es geht um unglaublich viele Leute, die entweder gerade eben so durchgekommen sind oder eben die Leute, die man überhaupt nicht zu Gesicht bekommt. Die einfach Kabelträgerinnen, ja. Beleuchter, wer auch immer, da fallen mir eine Menge Leute ein. Und wenn ich schon das Mikrofon habe, dann eigentlich doch noch viel, einen die ganze Satz. Sendung, aber ja. Na, so lange dauert es auch nicht. Ja. Aber ich fand diese Aktion in der Tat, ehrlich gesagt, ziemlich dämlich und überwiegend unlustig. Alles dicht machen? Aber dieser Shitstorm, diese Aggressivität, mit der auf Leute reagiert wurde, die mal bei Alles dicht machen, diese Künstler, die sich da artikuliert haben, wie ich fand, ziemlich dämlich, aber das von denen praktisch verlangt wurde, bevor sie über ihr eigenes Schicksal klagen, müssen sie erstmal die vielen Opfer beklagen, das fand ich etwas übertrieben. Man muss auch über die individuelle Situation reden dürfen, ohne vorher, wie mein Vater gesagt hätte, immer einen Gesslerhut zu grüßen. Jens Balzer wollte was dazu sagen und ich danke nochmal für den Hinweis auf Alles dicht machen. Ich fand es jetzt auch so semischlau und wollte deswegen jetzt nicht ausführlich drüber reden, aber Jens Balzer wollte gerade ohnehin was dazu sagen. Nee, ich wollte an Hajo anschließen. Ja, gerne. An das, was Hajo vorher sagte. Das ist in der Tat, also es geht um die Leute hinter den Kulissen, es geht um die, ne, um die Solo-Selbstständigen, von denen ja so viel die Rede war, denen übrigens auch in sehr, sehr unterschiedlicher Weise geholfen wurde. Also da haben wir auch tatsächlich mit Klaus Lederer das Glück, irgendwie einen Kultursenator zu haben, der sich um diesen Kulturbetrieb tatsächlich sehr gekümmert hat, ganz anders als in anderen Städten. Und eine der Aufgaben der Politik und der Kulturpolitik in der Nach-Corona-Zeit wird es auf jeden Fall sein, zu sehen, dass dass eines der Resultate jetzt nicht eine weitere Monopolisierung und Konzentrierung des Kulturbetriebes sein wird. Ne? Also es gibt in meinem Pop-Konzertbereich, es gibt einen großen Gewinner, wahnsinnigen Profit gemacht, irgendwie Börsenwert gewachsen, das ist Live Nation in den USA. Das ist der größte Festival- und Tourneenveranstalter und er hat in dem Jahr, wo keine Festival- und Tourneen stattgefunden haben, sein Monopol in den USA erheblich ausgebaut, weil nämlich ganz viele kleine Locations und Venues irgendwie bankrott gegangen sind und die wurden von Live Nation gekauft und das sind jetzt das ist dann irgendwie der, ne, in Deutschland betrieben von Marek Lieberberg, die örtliche Filiale. Man muss einfach als Kulturpolitiker und als Kulturpolitikerin sehen, dass wir nicht am Ende des Tages in dem Jahr in einer Welt aufwachen, die von den Live Nations beherrscht wird. Das ist die große politische Aufgabe. Und da würde ich aber wahnsinnig gerne vielleicht nur anekdotische Evidenz, aber so aus dem Bereich an nicht nur Künstlern, sondern auch hinter den Kulissen Menschen, was in den letzten anderthalb Jahren passiert ist an Loyalität, dass Leute sich umeinander gekümmert haben, dass sie gesagt haben, hey komm, lass uns mal was zusammen machen. Hey, ich habe hier einen kleinen Job, willst du mir nicht helfen? Also es sind ganz, ganz Tausende von kleinen, aber sehr mutmachenden Signalen ausgesendet worden. Wir halten zusammen. Kann sein, dass das eine Zufallsbeobachtung ist. Ich weiß nicht, wie Jens das erlebt hat.
Das gab es, aber das hat jetzt im letzten halben Jahr auch schon wieder angefangen zu bröckeln. Also im Grunde, so wie das ja in der gesamten Gesellschaft auch war. Ne? Also erst hatte man das Gefühl der großen Solidarität und dann begannen so die internen Kämpfe. Jetzt geht es dann schon los. Irgendwie so, warum jetzt viele Clubbetreiberinnen fragen so, warum hat jetzt ausgerechnet das Berghain so viel Geld vom Kultursenat dafür bekommen, um diese Boris-Ausstellung irgendwie zu bringen? Oder wieso? Wie kann es sein, dass jetzt bestimmte DJs jetzt plötzlich doch wieder auf sogenannten Playgraves spielen? Also da ist auch viel Zwietracht entstanden. Das ist auch interessant zu sehen, wie das jetzt irgendwie dann in nächster Zeit weitergehen will. Und ich will zu dieser alles dicht machen Geschichte auch überhaupt nichts sagen. Ich teile alles, was hier gesagt wurde. Ich fand das mega beknackt und aber auch diesen Shitstorm genauso beknackt. Also das zeigt eigentlich nur, wie das wie gereizt irgendwie die Diskurssituation gerade ist. Aber natürlich ist es auch so, dass sich viele von denen, die daran teilgenommen haben und die das kritisiert haben, nach dieser ganzen Geschichte nicht mehr so richtig in die Augen gucken können. Und jetzt auch nicht mehr, kann sich jetzt auch nicht wirklich vorstellen, dass das irgendwie beide Seiten dieser Fraktionen, dieser Fraktionierung jetzt wieder in einem gemeinsamen Dreh arbeiten. Und diese Brüche im Kulturleben, im Kulturbetrieb, die sind relativ vielfältig geworden. Das ist eine völlig andere Situation als die, aus der wir vor anderthalb Jahren da eingetreten sind. Die nächste Frage erst an Bettina Gauss. Also jetzt das ist ein Aspekt, den ich noch gar nicht beachtet habe, dass sich jetzt bestimmte Veranstalter alles unter den Nagel gerissen haben, was quasi Konkurs gegangen ist. Das ist an mir nahezu vorbeigegangen. Interessanter Aspekt auf jeden Fall. Viele prophezeien ja auch einen nachhaltigen Schaden für die Kultur. Aber sind die Menschen nicht so ausgehungert, dass sie Theater, Kinos, Kleinstkunstbühnen und Konzertarenen stürmen werden, sobald es wieder geht und man da einen riesigen Nachholeffekt bekommt? Also ich kann das wirklich sehr schwer vorhersehen und ich glaube auch... Wie ist es denn bei Ihnen persönlich? Ich glaube, dass man das auch nicht so, so pauschal sagen kann. Ob jetzt ein kleines Theater... Bei Jens Balzer ruft gerade jemand an. Ein kleines Theater. Lieberberg ist dran. Der Anwalt von Lieberberg. Oh Gott. Das vielleicht eben auch noch nicht voll bestuhlen kann, sondern nur wenige hat und wo es gerade eben sich so lohnt, was zu machen. Ob das mit einem avantgardistischen Programm, ob das gestürmt wird, das weiß ich nicht. Ich glaube, Helene Fischer muss sich keine Sorgen machen. Ich nehme an, Freiluftveranstaltungen werden sehr gut laufen. Aber dass alle Leute jetzt als allererstes in die Kulturgeschichten gehen, da bin ich nicht so überzeugt. Weil es gibt so viel, was die Leute gern machen wollen. Sie wollen gern ihre Freunde sehen, sie wollen gern im Biergarten sitzen. Sie sagen natürlich alle, sie sind kulturausgehungert. Die Worte höre ich wohl. Mhm. Jens Balzer, zur Kultur gehört ja auch die Clublandschaft und die Clubs mussten als erstes schließen und werden, das kann man definitiv so sagen, als letztes wieder öffnen. Ja, genau. Wie kann denn da geholfen werden? Weil das ist ja auch das, womit man jetzt inzwischen selber ja kulturell so fremdelt. Mit 150, 200 Leuten schwitzend in irgendeinem Raum tanzen, das wirkt irgendwie krankmachend momentan auf uns alle noch. Also ich hab richtig Bock. Sobald das wieder losgeht, ja, zieht zusammen dann los. Oder? Hallo? Absolut, ich werde die ersten drei Nächte irgendwie komplett im Berghain verschwinden, wenn es wieder losgeht. Aber nein, das ist natürlich irgendwie, das ist auch eine Aufgabe, aber da waren tatsächlich ja auch die Clubs im letzten Jahr sehr erfindungsreich. Also es hat irgendwie viele Open-Air-Veranstaltungen gegeben, es gab dann Ausstellungen, die haben es mit Außengastronomie probiert. Und ich finde, und es gab ja auch dann tatsächlich vor der letzten Welle jetzt irgendwie den Versuch, also auch wiederum von unserem Kultursenator irgendwie geförderten Versuch, sowas wie Open-Air-Veranstaltungen, Open-Air-Raves zu machen. Irgendwie. Also ich glaube, in der Richtung muss man auf alle Fälle weiterdenken, denn seien wir ehrlich, also selbst wenn wir jetzt irgendwie, wenn es mit der Impfquote so weitergeht, also vor dem nächsten Jahr werden die Clubs nicht wieder aufmachen. Das sind tatsächlich irgendwie, also jetzt jedenfalls nicht in der Form, in der wir das kennen. Und übrigens ist es ja auch so, selbst wenn sie, das hatte ich am Anfang schon mal gesagt, wir leben erst mal in einer Welt, wo sowas wie internationale Tourneen nicht stattfinden. Das heißt, es wird auch keine internationalen DJ-Tourneen mehr geben. Ne? Das wird bis auf weiteres. Das wird also eine völlig veränderte Clublandschaft sein. Daran kann ja aber auch eine Chance stecken, weil gerade dieser Clubmusikbereich in den letzten Jahren so heiß gelaufen war, was so das internationale DJ-Jet-Set anging. Das wird sich alles wesentlich stärker regionalisieren. Und dann ist die Frage, das kommen wir dann zu dem, was
Bettina Gauss gesagt hat, gerade zurück irgendwie. Wenn es aber jetzt sowas wie internationale Tourneen nicht mehr gibt, was ist denn, wird es auch auf Festivals keine internationalen Headliner mehr geben? Also sagen wir mal, sowas wie Lollapalooza hier früher, das findet dann irgendwie ohne Billie Eilish etc. statt, sondern dann nur mit lokalen Größen oder nationalen Größen gehen die Leute dann da auch noch so hin, wie sie das vorher gemacht haben. Das sind lauter, die ganze Lage ist eigentlich völlig unklar. Trotzdem freuen sich alle, dass es wieder losgeht. Hajo Schumacher wollte was dazu sagen. Das ist ja optimistische Veranstaltung. Wir haben uns ja so angewöhnt, die Clubs als eine Art Off-Kultur zu betrachten. Also ich habe in dieser Pandemie das eher so wahrgenommen, als ob die Lobbyarbeit auch der Clubkommission ausgesprochen professionell funktioniert hat. Also manche andere Sparten, ich weiß nicht was, das Sprechtheater oder so, hat eher von irgendwelchen Machtmissbräuchen an irgendwelchen Bühnen versucht, sich frei zu sagen. Aber die Clubs waren gerade in Berlin und gerade auch mit diesem Kultursenator immer sehr, sehr präsent. Also es ist nicht so, dass die jetzt hinten runterfallen. Das kann man, klar, die haben Pech. Sie machen als Erste zu, als Letzte wieder auf. Aber sie sind ein fester Bestandteil der Berliner Kultur. Das ist nicht mehr irgendeine Randveranstaltung. Wir wissen, es kommen Millionen von Menschen, um in Berlin auszugehen. Das ist wahrscheinlich, also das Berghain hat einen Werbewert wie das Brandenburger Tor für Berlin. Das muss man einfach mal so sagen. Jens Balzer? Das ist aber wirklich eine Berliner Spezialität. Frag mal einen Clubbetreiber in München oder gar in Dresden oder in Leipzig, wie das denen geht. Irgendwie. Also da haben wir, wie gesagt, wir haben sowohl diesem kulturellen Bereich durchaus zugenommen, einen Kultursenator, wie auch eine Clubkultur, die jetzt natürlich auch schon sich seit 20, 30 Jahren irgendwie entwickelt und konsolidiert hat und mit diesen entsprechenden Lobbygruppen. Das kann man auch positiv, aber es hat natürlich auch negative Seiten irgendwie, aber das war in dieser Lage sicherlich ganz hilfreich. In den letzten 20 Minuten ist fünfmal der Berliner Kultursenator gelobt worden. Dann lassen wir den jetzt mal kurz außen vor und die Frage an erst Bettina Gauss und dann vielleicht auch nochmal Jens Balzer. Hat diese Pandemie dennoch gezeigt, dass in weiten Teilen der Politik das Aufrechterhalten der Wirtschaft als viel wichtiger angesehen wird als der Kultur, zumal die Kultur ja am Ende sogar auch ein Wirtschaftsfaktor ist? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, so kann man das nicht sagen. Es hängt ja bei vielen davon ab, wie groß die Wirtschaft ist. Also welche Branchen werden gestützt, welche Branchen werden nicht gestützt. Sie haben, Hajo Schumacher hat vorhin von der Friseurin geredet, da fällt einem viel ein im Bereich des Einzelhandels, was nicht so gestützt wurde. Ich werfe ein Zitat dazwischen, was ich bei Instagram gelesen habe. In dieser Pandemie war alles, was Spaß macht, verboten, nur arbeiten gehen durfte man. Ja klar, das ist erstens witzig, zweitens wahr und drittens unvermeidlich. Aber ich finde, ich finde, so pauschal kann man es tatsächlich nicht sagen. Wir haben es schon versucht. Und das ist ja zum Teil auch nicht Bundessache, sondern das ist kommunale Angelegenheit oder Angelegenheit des Bundeslandes. Ich fand es schade, dass so ein wahnsinniger Mangel an Fantasie herrschte. Aber darüber habe ich auch vor einem Jahr irgendwie schon gequengelt. Beispiel Schanzenviertel in Hamburg war voll und war eigentlich, und das ist ja immer noch ein Problem, waren die Leute nicht dahin zu kriegen, dass sie Abstand gehalten hätten. Und die Linke hat damals den Vorschlag gemacht, das Heiligengeistfeld für Konzerte zu öffnen mit Abstandsmarkierungen und sonst was. Hat sich nicht durchgesetzt, aber ich war entzückt, weil es gab wenigstens einen Vorschlag. Das ist besser geworden im Laufe der letzten 12 Monate, aber insgesamt finde ich, es ist immer noch, und das kann man kann Leuten ja nicht übel nehmen, dass sie keine Fantasie haben, aber ich fand das Maß an Fantasielosigkeit, wie man Kultur öffentlichen Raum doch schaffen könnte, schon deprimierend. Kurz Hajo Schumacher und dann Jens Balzer. Ein Gegenbeispiel, André Hermlin, Swing-Guru hier mit einem Riesenorchester, hat jeden Samstag auf dem Wochenmarkt, auf dem Kollwitzplatz gespielt. Ja, der hat früher, macht der Hallen mit Tausenden von Zuschauern. Also der verabschiedet sich dann auch von seinem eigenen Star-Kult und sagt so, zack. Ja. Der sagt, wir haben so viel gespielt in dieser Corona-Zeit, auf Plätzen vor Altersheimen und jeden Abend aus seinem eigenen Wohnzimmer. Aber für ohne Geld, weil das ja, geht. Natürlich, ja. Für ohne Geld. Das heißt, für ohne Geld, die haben Hut aufgestellt und man kann spenden und all sowas. Aber die Kreativität kann man nicht immer nur aus einer Senatskanzlei verordnen. Die muss auch von Menschen selbst kommen. Jens Balzer noch dazu zum Abschluss?
Ja, ich fand es schade, also dass bestimmte Formen der Kreativität dann einfach nicht, nicht gewürdigt worden sind oder zum Erfolg geführt haben. Ne? Also was haben die Theater vor dem dritten Lockdown irgendwie an Hygienekonzepten entwickelt? Man hat auch einmal im Deutschen Theater eine Veranstaltung gemacht, irgendwie in den Kammerspielen an einem Sonntagsmartini, und durften dann 40 Leute rein, und ich habe mich so sicher gefühlt wie seit Wochen davor und Wochen danach nirgendwo nicht in der Stadt, irgendwie vor Veranstaltungen. Und trotzdem wurde das dann irgendwie Ende Oktober wieder als erstes dicht gemacht. Irgendwie. Und das hat, es gab, ich glaube, das Problem war vieles, es gab viel, viel falsche Symbol- und Zeichenpolitik in der Behandlung von der Kultur. Also am Ende des Tages war die ökonomische Förderung, also Monika Grütters einen guten Job gemacht, Carsten Broster, gerade in Hamburg erwähnt, irgendwie auch einen hervorragenden Job gemacht, viel ausprobiert, sich sehr eingesetzt. Irgendwie. Also da ist schon was passiert. Es gab dann aber immer wieder falsche Zeichen, falsche Symbole, wo dann die Kulturschaffenden, und das sind ja auch empfindliche Tierchen, jetzt unabhängig von der ökonomischen Lage, weil die wollen ja auch gewertschätzt werden, das Gefühl hatten, irgendwie, die kommen da jetzt irgendwie, man hat sie nicht so richtig lieb. Irgendwie. Und das wollen wir doch irgendwie alle gerne mal gelegentlich hören. Die Standardabschlussfrage hat Jens Balzer quasi schon beantwortet. Er möchte 3 Tage durchtanzen und sich danach wahrscheinlich stundenlang übergeben, aber ich frage trotzdem nochmal. Und zwar gemeinsam mit Hajo Schumacher. Das haben wir jetzt hiermit gerade schon abgemacht. Ja. Irgendwie. Also die Radio 1-Hörer sind Zeugen. Gut, dann frage ich mich jetzt mehr, schon, Hajo. Dann frage ich nicht mehr, worauf er sich besonders freut, wenn es wieder sowas wie Normalität gibt, sondern sage einfach an dieser Stelle vielen Dank an Jens Balzer. Es war wie auch sonst auf Radio 1 wie immer ein Vergnügen. Vielen Dank. Dankeschön. Schönen Tschüss. Sonntag für euch. Tschüss, Dankeschön. Ja, und jetzt kommen wir von der Kultur richtig knallhart zur Wirtschaft. Zum Abschluss freue ich mich auf einen guten Bekannten unseres Talks. Er ist Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Universität und Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher. Hallo, schönen guten Tag. Hallo, ich hoffe, Sie können mich hören. Hören und vor allem sehen, und vielen Dank, dass nicht extra für diesen Talk, wie es andere sonst immer machen, noch ein großes Bücherregal im Hintergrund aufgebaut wurde. Der hat es abgebaut. Für wie viele Jahre, eine ganz einfache Frage zum Einstieg, für wie viele Jahre sind durch Corona die Staatsfinanzen ruiniert? Für 0 Jahre. Ich glaube, diese Panik über Schulden, das ist völlig, völlig verquer. Die Leute fokussieren sich immer auf eine Zahl, nämlich wie viel Staatsschulden gibt es relativ zur Wirtschaftsleistung. Und diese Schuldenquote ist von 60% vor der Pandemie auf vermutlich Ende des Jahres 75% angestiegen. Aber diese Zahl sagt eigentlich nichts. Was wirklich ökonomisch relevant ist, was muss der Staat jedes Jahr zahlen, um seine Schulden zu bedienen? Und die Antwort ist sehr, sehr wenig und jedes Jahr weniger. Der Staat hat also letztes Jahr knapp 7 Milliarden Euro, das sind 0,2% einer jährlichen Wirtschaftsleistung, an Zinsen zahlen müssen, weil der Staat sich im Augenblick immer noch zu Nullzinsen oder sogar negativen Zinsen verschulden kann. Deshalb, das, was in der Pandemie passiert ist, war das bestinvestierte Geld, was der Staat ausgeben konnte. Denn wir haben es ja eben gehört im Kulturbereich, aber auch für viele Unternehmen. Es hat Schlimmeres verhindert. Es hat Menschen das wirtschaftliche Überleben ermöglicht. Und das ist das bestinvestierte Geld. Also andersrum, wenn der Staat das Geld jetzt nicht ausgegeben hätte, dann hätte er nach der Pandemie viel größere Schwierigkeiten, weil dann die Wirtschaft, weil die Menschen in viel größeren Schwierigkeiten wären. Ja, okay, das verstehe ich. Ich versuche es jetzt mal naiv, wie ich bin, ganz schlicht aus einem normalen Haushalt aufzubereiten. Da gibt jemand jedes Jahr für alles, was er sich kauft, für Verreisen, für Essen, für Möbel, Fernseher, was weiß ich, gibt der, sagen wir mal, ich erfinde eine Summe, jedes Jahr 50.000 Euro aus. So, und im vergangenen Jahr musste er auf einmal nicht 50.000 Euro ausgeben, sondern 5 Millionen. Und so war doch die Corona-Pandemie. Das waren doch Kosten, mit denen wir vorher nie gerechnet haben. Und dieses Geld muss doch irgendwo herkommen. Und bitte mich nicht auslachen jetzt, Marcel Fratscher, für diese vielleicht etwas naive Frage. Das Geld ist letztlich unser Geld. Das Geld der Bürgerinnen und Bürger. Das ist ja nichts anderes als eine Umverteilung. Aber da wurde doch auf einmal voll viel mehr gebraucht. Da wurde voll viel mehr gebraucht. Aber anstelle von, dass die Menschen es selber ausgeben oder die Unternehmen es ausgeben, hat es der Staat ausgegeben. Also der Staat leiht sich das Geld ja von irgendjemand. Das sind wir Menschen, wir Bürgerinnen und Bürger. Und so gesehen, das Geld, was wir nicht ausgeben konnte, hat der Staat sich geliehen von uns, ja, und hat gesagt, ich gebe es für euch aus, damit Arbeitsplätze gesichert werden. Und also das Geld ist da, weil wir es erwirtschaften, weil wir es als
Gesellschaft erwirtschaften. Dann kommt immer das Totschlagargument, ja, aber der Staat muss ja das Geld dann in den nächsten Jahren zurückzahlen, wenn er diese 5 Millionen nicht mehr 50.000 im Jahr ausgegeben hat. Ja, da ist der Unterschied. Das ist ein Unterschied zwischen einem Mensch, der ja irgendwann in Rente geht und irgendwann stirbt. Also letztlich mit 70 kriegen sie wahrscheinlich weniger noch einen großen Kredit. Der Staat hat potenziell, ist mal die Frage, der lebt unendlich. Und die Frage ist, was passiert mit dem Geld? Also sie dürfen nicht nur auf die Schulden schauen, was er ausgibt, sondern bei den 5 Millionen muss man auch schauen, was kommt denn auf der anderen Seite bei rüber? Was entstehen denn an Werte und Vermögenswerte? Und das ist letztlich die richtige und wichtige Betrachtung. Heike Schumacher dazu. Also dadurch, dass wir ja diese quasi Nullzinsphase haben, zahlt der Staat relativ wenig an Zinsen für das ganze Geld, was er sich leiht. Nach der Logik ist es doch total richtig, was Joe Biden macht, weil wenn Geld nichts kostet, ja, dann hau ich hier, das sind ja keine Milliarden, das sind ja schon Billionenprogramme, die da in den USA gerade auf verschiedenen Ebenen laufen. Würden Sie das einer neuen Bundesregierung auch empfehlen? Einfach hau raus? Würde ich der Bundesregierung empfehlen. Aber man haut das Geld ja nicht raus, um es rauszuhauen, sondern man muss ja überlegen, was macht man damit? Und wir Ökonomen reden immer gerne von Rendite. Rentiert sich das dann auch für die Wirtschaft, für die Gesellschaft langfristig? Ja, und das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Wenn Sie mal anschauen, vor welchen Herausforderungen wir heute stehen, beim Thema Klimaschutz, beim Thema digitale Transformation unserer Wirtschaft, wo wir wahnsinnig stark hinterherhängen. Wenn Sie sich das Bildungssystem anschauen, das sind alles Ausgaben, die rechnen sich ja auch für den Staat langfristig. Das ist ja nicht irgendwie Geld, das Sie verbrennen oder irgendwie sich ein schönes Hochhaus oder ein schönes Monument bauen, sondern hier geht es ja um die Zukunft. Und das ist das, so muss man denken, das Geld raushauen, in dem Sinne nicht ums rauszuhauen, sondern um klug in die Zukunft zu investieren. Und ein bekannter Politiker sagte mal vor ein paar Wochen, das wiederholen Politiker immer gerne, künftige Generationen können ja nicht auf Schuldenbergen spielen, deshalb müssen wir Schulden abbauen. Ich würde mal vermuten, künftigen Generationen dürfte es ziemlich egal sein, ob sie jetzt 0,2% oder 0,3% oder 0,4% einer jährlichen Wirtschaftsleistung an Zinsen zahlen. Künftige Generationen wollen eine intakte Umwelt, die wollen gute Arbeitsplätze, die wollen soziale Sicherheit, sozialen Frieden. Schnelles Internet in Brandenburg. Und das ist die Frage. Ja, Bettina Gauss dazu. Das ist ja genau der Punkt. Wir haben ja wie im Brennglas während der Pandemie gesehen, wo die Defizite sind, auch staatlicher Infrastruktur. Und ich war schon vor Corona kein Fan der Schuldenbremse. Also bin sehr dankbar, Sie haben das viel, viel schöner erklärt, ist allerdings auch Ihr Job, als ich das je könnte. Aber genau das, also ich meine, es gibt ja auch, es geht ja nicht immer nur darum, kommt denn am Schluss mehr raus an Geld, als was wir reingesteckt haben. Bestimmte Maßnahmen dienen auch im sozialen Frieden. Also ich glaube, dass gerade nach Corona es nicht so blöd ist, wenn man ein paar Orte auch baut mit öffentlichen Geldern, wo Jugendliche, ohne Geld auszugeben, Zugang haben. Also alle diese Dinge, Investitionen in Infrastruktur, lohnt sich auch für künftige Generationen. Und ja, deshalb finde ich im Prinzip richtig, was Biden versucht. Dass er wahrscheinlich keinen Erfolg hat, ist eine andere Frage. Ich habe mir zu Beginn der Sendung einen fröhlichen, optimistischen Talk gewünscht und jetzt bin ich der hier, der für schlechte Laune sorgt, wegen anderen. Muss es tun. Ja, die anderen drei hier feiern. Also ist das seit Jahrzehnten in der Politik verwendete Argument, wir können Geld nicht einfach permanent investieren, wir müssen an der Stelle sparen und der Stelle sparen, ist das immer Unsinn das gewesen? Das sagt halt gern die FDP. Also es sagen jetzt, das meine ich jetzt wirklich polemisch, aber es ist auch was dran. Es sagen halt gerne auch die politischen Kreise, die meinen, uns geht's doch Gold, der Staat kann schwach sein. Also es sagen nicht die Leute, die sagen, der Staat soll ausgleichen und der Staat soll soziale Härten abfedern. Ich verstehe das, aber monatelange Verhandlungen, um wie ein Etat aufgeteilt wird, sind ja dann, um es jetzt mal von mir aus polemisch zu sagen, nahezu überflüssig, Marcel Fratscher, weil wir geben was aus. Ist doch gut. Ist doch... Ja, also Sie hatten ja eben das Beispiel, jemand, der gibt 50.000 Jahre aus, jetzt gibt er auf einmal das Doppelte oder das Dreifache oder Vierfache aus. Und die gleiche Logik, also jetzt mal das anzuwenden, trifft auch auf den Staat zu. Sie dürfen ja nicht nur anschauen, was hat der Staat an Schulden, sondern Sie müssen sich ja auch anschauen, was hat der Staat an Vermögen.
was steht dem gegenüber? Und wenn Sie auf einmal das Doppelte oder Dreifache ausgeben, weil Sie sich ein Eigenheim kaufen oder irgendwas klug investieren in Ihre Zukunft, dann würden Sie ja sagen, das macht einen Unterschied, wieso Sie jetzt mehr Geld ausgeben oder mehr Schulden haben. Was steht dem gegenüber? Und das Gleiche gilt für einen Staat und eine Gesellschaft. Sie müssen immer beide Seiten anschauen. Was steht da in Schulden und was steht dem gegenüber? Und wenn Sie klug in Bildung investieren, ja, ich halte diese Obsession mit Schulden, die wir in Deutschland haben, halte ich für völlig unsinnig. Das ist so, hat so was Moralisches. Schulden kommt von Schuld. Ja? Also da ist etwas negativ. Das ist schlecht, wenn Sie Schulden haben. Aber das ist natürlich völliger Unsinn. Wie gesagt, man muss sich anschauen, wofür mache ich Schulden? Und wenn dem etwas Kluges gegenübersteht, dann ist es genau das Richtige zu tun. Ich habe noch mal eine Schöneberger Stammtischfrage, Herr Fratscher, auch mit der vorauseilenden Bitte um Naivitätsentschuldigung. Die Tatsache, dass die Immobilienpreise in den letzten, ich sag mal, 10 Jahren so dermaßen durch die Decke gegangen sind, es liegt auch daran, dass man sich Geld für praktisch nichts leiht, also für keine Darlehenszinsen. Das heißt aber, dass in Immobilien zu investieren, gerade in so Ballungsräumen wie Berlin, offenbar ein todsicheres Geschäft ist. Ich brauche kein Kapital, ich leihe mir das Geld für um und irgendwann gehört mir dann diese Wohnung. Das haben inzwischen offenbar auch ganz viele Menschen entdeckt. Wird irgendwann der Tag kommen, wo ein Bundesfinanzminister sagt, also pass mal auf, du hast einen Quadratmeterpreis von, was weiß ich, du hast für 1.500 gekauft und jetzt ist das Ding 5.000 wert. Das ist ein Wertzuwachs, der bei dir passiert, der überhaupt nicht weggesteuert wird oder so. Also wird es da irgendwo so eine Immobiliengewinnsteuer geben? Oskar Lafontaine hat das ja schon mal so ein bisschen vorversucht. Ich frage für einen Freund. Die gibt es ja heute schon. Die heißt Grundsteuer. Ja, und die Grundsteuer ist im Prinzip eine Steuer auf Grund und Boden, also auf den Wert Ihrer Immobilie. Jetzt kann man sagen, das ist erstens mal ist diese Steuer winzig gering und wird auch nicht wirklich diese Wertsteigerung angepasst. Und es gibt dann noch unglaublich viele Ausnahmen, wie Sie dann steuerfrei drumherum kommen. Vielleicht zwei Punkte. Der erste Punkt, das, was Sie sagen, ist eine todsichere Sache, in Berlin eine Immobilie zu kaufen. 80% der Berlinerinnen und Berliner leben zur Miete. Nur 20% haben Eigenheim. Also es ist schon extrem ungroße Ungleichheit. Genau, das ist ja schon diese Ungerechtigkeitslücke, die ich meine. Ja. Und die meisten, also das Problem in Deutschland ist, dass wir zu den Ländern gehören mit der größten Ungleichheit bei Vermögen. Wir haben 40% der Deutschen, die praktisch überhaupt kein Erspartes haben. Und wenn Sie hingehen und sagen, ich will hier meine kleine Wohnung kaufen, dann sagt die Bank, ich brauche erstmal ein Eigenkapital. Also Sie müssen sich schon beteiligen. Null zu haben reicht nicht. Sie müssen dann vielleicht mindestens mal 20% des Werts selber erbringen. Und das können die meisten schon nicht. Und daran scheitert es schon. Also viele Menschen können es nicht, weil sie so wenig verdienen. Aber ganz dass sie kurz, das sagt, genau das ist mein Punkt. Die es können, die schon eine Immobilie haben, haben das als Sicherheit für die zweite, für die dritte, für die vierte. Das heißt, gerade was Immobilienbesitz angeht, Der Teil der Bevölkerung wird immer reicher. Wer heute zur Miete wohnt und kein Eigenkapital hat, weiß, er wird für den Rest seines Lebens bei irgendeinem Vermieter am Fliegenfänger hängen. Und wenn der noch börsennotiert ist, ich weiß nicht, ob sich das wirklich richtig gut anfühlt. Ja, vielleicht mal dazu, also erst einmal eine Immobilie zu erwerben, es sind ja auch viele Kleine dabei, also es sind jetzt nicht nur die Hochvermögenden, die hier, für die sich das rentiert. Aber Sie haben ja das Thema Steuern angesprochen, sollte da nicht der Staat einen Teil des Zugewinns abschöpfen? Und meine Antwort wäre, aus ökonomischer Sicht macht das viel, viel Sinn, weil wir haben ein unglaublich verzerrtes Steuersystem in Deutschland. Es gibt kaum ein Land in der Welt, das Arbeitseinkommen stärker besteuert und Vermögen auf der anderen Seite geringer besteuert als Deutschland. Und das führt dazu, dass für viele Menschen, ja, dass sich das Arbeiten gar nicht so lohnt. Also wir haben ganz viele Leute in Teilzeit, die sagen, ja, wenn ich mehr arbeite, kommt da auch nicht wirklich viel bei rum, weil das meiste geht dann für die Steuer und für die Sozialabgaben weg. Und aus ökonomischer Sicht wäre es viel klüger, Arbeitseinkommen zu entlasten, dass sich Arbeit wieder mehr lohnt. Und Vermögen und gerade dieses passive Vermögen, was Sie besprochen haben, also wo ja jetzt nicht wirklich eine Leistung dahinter steht, sondern die Leistung steht da drin, dass Sie zu einem gewissen Zeitpunkt eine Immobilie erwerben und dann darauf warten, dass der Preis steigt und Sie es mit Gewinn verkaufen können. Und da macht es eine Menge Sinn für den Staat zu sagen, okay, ihr könnt gerne einen Teil davon behalten, aber der Staat beansprucht auch einen Teil in der Form von Steuern, um eben in Bildung investieren zu können und die anderen Dinge. Das ist ja auch eines der viel beschwiegenen Probleme, die es nach wie vor gibt bei der deutschen Einheit. Im Westen sind wir eine Erbengesellschaft, wo ganz viele Leute geerbt haben von der Nachkriegsgeneration, der Aufbaugeneration,
Das andere Wirtschaftssystem in der DDR seinerzeit hat dazu geführt, dass weniger vererbt wurde. Und das heißt, da klafft eine Vermögenslücke und damit auch eine Gerechtigkeitslücke, wenn Einkommen so sehr besteuert wird und Vermögen nicht, worunter die ostdeutsche Bevölkerung besonders zu leiden hat. Marcel Fratscher, macht Ihnen eigentlich Sorge, dass fast alles, was Sie in den letzten 15 Minuten gesagt haben, von Dietmar Bartsch von der Linkspartei unterschrieben worden wäre? Nein, ich bin Ökonom, ich bin unabhängiger Ökonom. Und was ich sage, es geht mir ja nicht um Gerechtigkeit. Also Gerechtigkeit kann jeder streiten. Ja, kann jeder sagen, das ist gerecht oder jenes ist gerecht. Und für mich ist die Frage, was macht ökonomisch Sinn? Und nochmal das Thema Steuern. Also wir haben hier staatliche Aufgaben. Jeder sagt, ja, natürlich wollen wir exzellentes Bildungssystem. Ja, natürlich wollen wir eine gute Infrastruktur. Natürlich wollen wir Sicherheit haben und starke Sozialsysteme. Dann müssen wir uns nur fragen als Gesellschaft, wie wollen wir das finanzieren? Und im Augenblick ist es so, dass es eben eine massive Unwucht gibt. Und ich will nochmal ein Beispiel nennen. Die Milliardäre, das hat gerade eine Studie der Financial Times und Morgan Stanley herausgefunden, hat die Milliardäre in Deutschland haben in der Pandemie 100 Milliarden Euro an Zuwachs ihres Vermögens gehabt. 100 Milliarden Euro, das sind die Milliardäre, die eine Milliarde und mehr haben. Und gleichzeitig bricht die Wirtschaft zusammen, die Menschen haben weniger Einkommen, müssen den Gürtel enger schnallen. Und es geht mir gar nicht um eine Neiddebatte hier, sondern es geht um die Frage, das, was die Grundlage einer sozialen Marktwirtschaft, unseres Gesellschaftsvertrags ist. Wie trägt jeder nach seiner Leistungsfähigkeit zum Gemeinwohl bei? Und das ist letztlich die Frage, über die wir diskutieren. Und ob das jetzt ein Dietmar Bartsch ist oder ein Markus Söder, ist mir erstmal egal. Ich hoffe, eigentlich müssten, ich würde sagen, für mich ist das ökonomisch einfach sehr logisch. Und eigentlich müssten alle, auch ein Markus Söder, sagen, ja, natürlich müssen wir ein Steuersystem schaffen, dass die Leute so belastet oder die Leute so beitragen nach ihrer Leistungsfähigkeit. Das ist aber schon die Gerechtigkeitsfrage. Auch wenn Sie gesagt haben, es geht Ihnen gar nicht drum, aber das ist doch die Gerechtigkeitsfrage. Aber sauber begründet. Ich glaube, es hat zwei Komponenten. Es hat diese sehr positive, also ich will es mal aus ökonomischer Sicht sagen, also wenn wir die Leute... Wenn wir passives Vermögen, wie eben Immobilien, die im Prinzip nur den Immobilienzuwachs oder den Gewinn, den Wertzuwachs nehmen, stärker besteuern und das Geld nutzen, um in gute Infrastruktur, gutes Bildungssystem investieren, dann wächst der Kuchen des Wohlstands und dann kann man den wieder verteilen. Und wie man den verteilt, darüber kann man sicherlich streiten. Nur aus jetzt einmal einer ganz objektiven Perspektive ist das fraglos, geht es um die Größe des Kuchens, der dann zu verteilen ist. Aber ja, Sie haben natürlich recht, dann kann man fragen, wie wollen wir denn den Kuchen verteilen? Für mich ist die große Frage auch, das ist dann wirklich eine Gerechtigkeitsfrage, die wir aber für uns als Gesellschaft beantworten müssen. Wer sind denn die Leistungsträger unserer Gesellschaft und Trägerinnen? Und da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen, wo dann einige sagen, wir müssen jetzt erstmal die Steuern für die Unternehmen senken. Das ist das Wichtigste. Und ja, darüber müssen wir, oder muss die Politik, muss darüber streiten. Bettina Gauss, viel wird in dieser Pandemie von neuen Schwerpunkten geredet, die gesetzt werden müssen, auch bei Investitionen. So müssen Pflegekräfte besser bezahlt werden, die Digitalisierung muss vorankommen, Schulen müssen besser ausgestattet werden. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass das so kommt? Ich habe vorhin gesagt, ich sei unheilbar optimistisch. Ich stelle fest, dass ich das offenbar nicht bin. In ganz vielen Bereichen bin ich eher skeptisch, was schon ganz wunderbar wäre. Worüber mir aber eben viel zu wenig geredet wird, ist dieses absurde Modell, dass Krankenhäuser sich tragen sollen, dass sich das irgendwie, dass man bitte möglichst auch überflüssige Untersuchungen macht, damit sich Geräte amortisieren. Also diese Politik war ja lange außer von Ärztinnen und Ärzten überhaupt nicht wirklich in der Kritik. Wir haben das so wie Dilemma alle hingenommen. Und da habe ich eigentlich gedacht, daran würde Corona was ändern. Man würde sagen, wir müssen von diesem Produktivitätsgedanken bei Dienstleistungen für Kranke einfach mal weg. Das ist immer noch keine breite Debatte. Und wenn Corona erst mal vorbei ist, wird die auch nicht wieder breiter werden. Und das bringt mich dazu, auch in anderen Fragen nicht so wahnsinnig optimistisch zu sein, leider. Aber Hajo Schumacher ist da deutlich optimistischer.
Naja, also im Bullshit-Bingo, was Corona angeht, ist, wir sehen es durch ein Brennglas, ist Nummer eins, glaube ich. Und an Nummer zwei steht, die Guten werden besser und die Schlechten werden abgehängter. Und ich glaube, ja, es gibt natürlich Kommunen in Deutschland, die kapiert haben, dass ihre Gesundheitsämter jetzt vielleicht mit dem Thermopapier nicht ganz zukunftsfest ausgestattet sind. Ja, es gibt aber auch andere, wo man sagt, ach komm ey, ich gehe eh in 3 Jahren in Rente. Ne? So, das ist, sorry, auch unsere Generation. Also wir waren früher mal, Bettina vielleicht noch ein bisschen mehr, mit 68 und so, dachten wir Boomer immer mal, wir würden dieses Land reformieren oder revolutionieren. Mein Alter, 68, war ich ziemlich klein. Ich auch, aber dieser Geist kam ja irgendwie mit. Das Dumme ist, wir Boomer sind inzwischen die Betonplatte, die auf diesem Land liegt. Ja? Wir sind diejenigen, die sagen, ach, das mit der Digitalisierung könnt ihr dann machen, wenn ich in Rente bin und so weiter. Wer sagt das denn? Wir sind der Reformstau in Wirklichkeit. Oh, komm. Naja, das ist doch das Populismus. Gilt aber, das ist totaler Populismus. Und es ist doch wirklich nur dieses Altersdiskriminierung jederzeit. Nein, es ist keine Altersdiskriminierung, aber wir sind die Beharrenden. Ja? Ich meine, auch diese Politik, warum machen wir denn keine Digitalisierungspolitik? Schon Rainer Brüderle, die Älteren erinnern sich, hatte einen Plan zur Digitalisierung Deutschlands. Es passiert einfach nichts. Wenn wir da jetzt mal ein paar Mitreißige... Und du hast den Eindruck, das Kabinett besteht überwiegend, oder die Leute, die es zu entscheiden hätten, besteht überwiegend aus Leuten Menschen über 60. Absolut. So, und wenn wir da mal ein paar 40-Jährige hätten, die würden anders auf diese Welt blicken. Die hätten vielleicht auch Schulkinder, die würden einfach durch eigenes Erfahren dieses Land anders sehen. So junge Menschen wie Jens Spahn, die das Land gerade richtig nach vorne bringen? Ja, zum Beispiel. Ja. Nein, aber ich glaube, wir haben wirklich ein Generationenproblem. Mhm. Und dieser Aufbruch, den wir ja auch alle wollen, aber bitte ohne Qualitätseinbußen. Ja? Also wir können gerne Klima schützen, aber ich will trotzdem nach Malle zum Yoga-Retreat. Also diese ganzen Geschichten, diese bequeme, unsere, meine, und ich sage das nicht ohne Selbstanklage, Generation ist das Problem. Wir brauchen eben auch jüngere Menschen, die das Gesundheitsamt irgendwo nach vorne bringen. Und wir haben es doch in Rostock erlebt. In Tübingen kann man sich jetzt lange drüber streiten. Da sitzt ein sehr verhaltensauffälliger, aber der hat auch versucht, was geht. Das heißt, die Guten, die Kreativen, die Jungen, die anderen... Na, also so jung ist Boris Palmer nun wirklich auch nicht mehr. Ich habe so gehofft, wir kommen ohne ihn durch diese Sendung. Ja, aber also da, sie da hat den Namen gesagt. Genau, da arbeiten wir gemeinsam dran. Ich habe den Namen nicht erwähnt. Du hast Tübingen erwähnt. Ja, immerhin, das war ein Ratespiel. Nein, ich meine, aber wenn wir das mal ernsthaft angucken, was du hier, wo du... Er meint es schon auch ernst. Das nein, ist total ernst. Wo du auf Unterstützung hoffst, weil du sagst, ach, die Generation liegt wie ein Betondeckel. Man könnte natürlich auch nochmal die Debatte aufmachen, was muss eigentlich wirklich Berufsbeamtentum sein in diesem Staat. Jetzt, und was also schon, nicht. Nein, aber es tut mir leid. Wir sind, ja, ist aber nicht unwichtig, wenn du sagst, Gesundheitsamt, und da muss man eben mal gucken, und wer setzt es denn um? Könnte ja was helfen. Bettina Gauss, ich fand die Argumente da gerade auch nicht irgendwie absurd. Nur angesichts der Uhrzeit fand ich das Thema Berufsbeamtentum drei Minuten vor Ende der Sendung aufzumachen relativ interessant. Ich versuche jetzt mit Marcel Fratscher und dann mit Bettina Gauss und Hajo Schumacher, die sich lange darauf vorbereiten konnten, es mit der Abschlussfrage. Worauf freuen Sie sich, Marcel Fratscher, besonders, wenn es denn wieder sowas wie Normalität gibt? Mein Stammlokal am Sonntagmorgen zu gehen und frühstücken zu können. Ja, das ist ein nachvollziehbarer Wunsch. Wie ist es bei Bettina Gauss? Immer noch. Ich möchte einfach gern mal wieder meine Tochter sehen. Mhm. Ja, das ist ja wirklich ein sehr nachzuvollziehender Wunsch. Ja, und ich meine, es geht halt einfach nie vorhersehbar nicht ohne für zwei berufstätige Leute, also Sie und mich, unmögliche Einschränkungen dank der Quarantänebestimmungen, wenn sie halt in Großbritannien wohnt. Mhm. Und Hajo Schumacher muss sich jetzt noch was anderes einfallen lassen, außer 3 Tage mit Jens Balzer um die Häuser zu ziehen. Also auf die Gefahren, pathetisch zu werden. Aber ich glaube, Corona hat in ganz viele Freundeskreise, Kollegenkreise, Familien so ein Spaltpilz reingebracht. Ne? Bist du dafür, bist du dagegen? Und diese Unversöhnlichkeit, mit der auch dank unserer digitalen Segnung debattiert wird. Ich würde mich so freuen, wenn es uns gelingt, es ist, glaube ich, Jens Spahn aus Versehen unterlaufen, dieses Zitat, wir werden uns eine Menge verzeihen müssen, aber da ist was dran. Und das Pathetische lautet, wir kommen in so eine Phase von Versöhnung oder wir vertragen uns wieder, um es mal so spielplatzmäßig zu sagen. Und diese Bereitschaft, offen auf andere zuzugehen und selber zu sagen, ich lag auch nicht immer richtig, sorry, lass uns bitte nicht über dieses Scheißvirus auch noch persönlich zerstreiten, sondern
irgendwie wieder zurück ins Wir. Das finde ich toll. Das war der Radio 1 Kommentatoren-Talk. Marcel Fratscher, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Jetzt können Sie das Bücherregal wieder aufhängen. Dankeschön. Wir sehen uns hoffentlich bald auch persönlich im Tippi wieder. Das wäre übrigens mein Wunsch, dass wir bald wieder gemeinsam im Tippi talken können. Aber ich denke, wir sind auf dem guten Weg. Das war der Radio 1 Kommentatoren-Talk. Pandemie vorbei, Fragezeichen, kommt jetzt der große Aufbruch. Vielen Dank an alle Beteiligten, besonders an Bettina Gauss und Hajo Schumacher, die die kompletten 2 Stunden tapfer durchgehalten haben. Danke, dass Sie dabei waren am Radio oder vom Rechner oder vom Smart-Fernseher. Hier geht es jetzt weiter mit der Hörbarust. Zu Gast diesmal Schauspielerin Maren Eggert. Viel Spaß, wir hören und sehen uns bald wieder. Machen Sie es gut, schönen Sonntag noch. Tschüss.